Am literarischen Quartett nehmen teil Frau Sigrid Löffler, Profil Wien, Herr Jürgen Busche, Hamburger Morgenpost, Herr Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Und Marcel Reich-Ranitzky aus Frankfurt. Danke sehr. Wir haben gehört, dass der Pfeil schon unterwegs sein soll, der Salman Rushdie töten soll. Deutsche Verlage, bundesdeutsche Verlage haben beschlossen, gemeinsam das Buch, ich glaube 14 oder 15 Verlage, auf den Markt zu bringen. Ein deutscher Verleger hat sich geweigert, an der Sache teilzunehmen, mit der Begründung, er kenne das Buch nicht und sei gar nicht sicher, ob es literarisch wertvoll, belangvoll sei. Herr Busche, was halten Sie von dieser Begründung? Ja, ich weiß auch nicht, ob das Buch literarisch belangvoll ist. Die Kritiken, die ich bislang gelesen habe, und die Namen der Kritiker machen mich zumindest neugierig. Im Übrigen aber meine ich, dass der Fall Rushdie kein Thema für das literarische Quartett sein kann, wie er überhaupt in seiner wahren Dimension kein Thema für die Literaturkritik ist. Der Skandal besteht ja darin, dass der Mordbefehl des Ayatollah Khomeini alle Menschen bedroht. Er verletzt und bedroht das fundamentale Recht der Menschen, in ihren Ländern nach ihren Gesetzen unbedroht zu leben. Und Salman Rushdie lebt in England und ist nicht untertan dem Staatsoberhaupt des Iran. Und insofern ist hier ein Angriff gegen das Zivilisationsgebot schlechthin ausgelöst. Und ich meine, eine Diskussion, die die Qualität des Buches von Salman Rushdie verquickt mit dem Mordbefehl des Ayatollah Khomeini, die leistet Vorschub dem Gedanken, es könne was dran sein an dem, was man vielleicht dem Buch vorwerfen kann, und der Praxis eines solchen absurden Mordbefehls. Dieser Verquickung sollte niemand Vorschub leisten. Literaturkritik ist das eine, diese widerliche, abscheuliche Praxis von Mordbefehlen im eigenen Land, was in Iran schlimm genug ist, aber dann auch noch mit dem Anspruch, über die Grenzen des Landes hinauszuwirken. Das ist derartig ungeheuerlich, dass es nicht verharmlost werden darf dadurch, dass man sagt, es gehört zu den Themen, über die die Literaturkritik redet. Ist das Buch gut oder ist das Buch schlecht? Insofern meine ich, dass es ein Thema der nationalen Politik, insofern sie Rechtsstaatspolitik ist, und der internationalen Politik, insofern sie das Recht der Staaten kontrolliert, rechtliche Verhältnisse in ihren Grenzen zu schaffen. Aber ein Thema des literarischen Gesprächs kann es nicht sein. Vielleicht darf ich nur eine Ergänzung machen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht aber doch nur der Gedanke, dass auch, und da sind wir wieder bei einer literarischen Diskussion, dass auch niemand jemandem vorwerfen sollte, der sich entschließt, das Buch nicht zu drucken, er sei ein Feigling. Das halte ich für genauso töricht. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr im Augenblick hinzuzufügen. Wir wollen zu einem anderen Thema jetzt übergehen. Ein Schriftsteller von hohem Rang, Thomas Bernhard, ist gestorben. Ein umstrittener Schriftsteller war er immer. Er ist es auch heute, nach seinem Tod, weiß Gott auch. Ich glaube, wir werden heute nicht über Thomas Bernhard diskutieren, aber wir sollten wohl zusammenfassend etwas über ihn sagen. Bitte, Frau Löffler. Ja, ich ertappe mich seit vielen Tagen dabei, dass ich es einfach nicht glauben will, dass er tot ist. Ich habe eigentlich eine Lieblingsfantasie, seit ich diese Nachricht gehört habe, nämlich die, dass er noch lebt. Dass er in Spanien, in Torremolinos sitzt und seine eigenen Nachrufe liest. Ich denke, das würde sehr gut zu ihm passen. Und tatsächlich war ja kaum jemand dabei. Er war angeblich begraben, bevor man überhaupt die Todesnachricht bekommen hat. Es hat einige Merkwürdigkeiten rund um seinen Tod gegeben. Das Ganze war so
eigentlich seine letzte große Inszenierung. Ich dachte immer, Heldenplatz war seine letzte Inszenierung, aber die hat er tatsächlich durch die Inszenierung seines Todes noch übertroffen. Das Merkwürdige, man kann ja den Thomas Bernhard von seiner Wirkung und von seiner Wirkungsgeschichte und von der Rezeptionsgeschichte nicht trennen. Das Werk und die Wirkung gehören einfach zueinander. Das Auffallende und Merkwürdige in Österreich war ja tatsächlich spätestens seit Heldenblatt sowas wie eine Art literarischer Staatsfeind. Und in dem Moment, wo die Todesnachricht da war, ist er sofort zum Moralisten mutiert oder mutiert worden. Und das hat mich eigentlich ziemlich irritiert, muss ich sagen, dass man jemanden so lang wie einen Staatsfeind behandelt und im Moment, wo er tot ist, also niemanden mehr schaden kann und keinen Unfug mehr stiften kann, wird er zum Moralisten ernannt. Ich denke, er war kein Moralist und man sollte ihn auch nicht posthum dazu ernennen. Er war aber ein Schriftsteller, der sehr wohl die Leute polarisiert hat. Die Leser und erst recht die Leute, die ihn nicht gelesen haben. Das waren ja doch die mehreren. Aber die, die ihn gelesen haben, hat er zu Recht polarisiert. Und deshalb wird er uns sehr abgehen, weil an wem soll man sich dann noch reiben? Ja, ich könnte sagen, dass alles, was Sie sagen, stimmt, bis auf die Tatsache, dass er erst nach seinem Tod zum Moralisten geworden ist. Ich denke, das ist er schon nach Heldenplatz spätestens geworden. Und ich würde sagen, er war der begnadetste Querulant, den die österreichische Literatur hervorgebracht hat. Und das meine ich sehr positiv, aber ein Querulant hat ein schweres Schicksal, wenn seine Widerreden, wenn seine Einsprüche, wenn seine Vorwürfe einmal akzeptiert werden, dann muss er sie weitertreiben, dann muss er übertreiben. Und Heldenplatz war für mich ein Fall, wo er eigentlich da gelandet ist, wo er sich selbst aufgehoben hat. Heldenplatz war der größte Skandal, den er in Österreich provoziert hat und gleichzeitig wohl sein schwächstes Stück. Und durch seinen Tod ist jetzt ist es zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und eigentlich denke ich, dass Thomas Bernhard auch eine Ausrede von Klaus Peymann war, Theater zu machen. Und diese Ausrede ist jetzt auch weg. Also er bleibt ein Stachel im Fleisch von Österreich und von Peymann. Ja, wieso von Österreich? Das möchte ich jetzt mal wissen. Heldenplatz ist natürlich ein österreichischer Anstoß, Stein des Anstoßes gewesen. Aber wenn ich das Werk von Peymann lese, wieso war er nicht ein deutscher Schriftsteller, der in der Bundesrepublik die genau gleiche Wirkung hervorgerufen hat und der uns in der gleichen Weise fehlt wie in Österreich? Also ich kann bei der Figur... Ich meine das nur mit Heldenplatz. Heldenplatz ist eigentlich die vernünftige politische Auseinandersetzung aufs Theater vertagt, die mit Waldheim nicht in der Politik stattgefunden hat. So kann man es doch vergröbert sagen. Aber Thomas Bernhard, bei seinem Tod ist mehr als Heldenplatz. Ja, natürlich. Vielleicht darf ich mal sagen, eben was war eigentlich Thomas Bernhard? Ich glaube, er war einer der wenigen Schriftsteller, von denen man sagen kann, dass sie nie ihre Themen gesucht haben, dass da ein Thema sich ein Schriftsteller gefunden hat. Im Grunde genommen hat er immer wieder dasselbe zu sagen gehabt. Eigentlich, das ganze Leben ist nur eine Einleitung zum Tod und alle Menschen sind Geschöpfe der Agonie und alles hat angesichts des Todes überhaupt keinen Sinn. Das hat er variiert und ich glaube, dass hier ein Wort Anwendung finden kann, das von Dalla Piccola stammt und über Vivaldi gesagt wurde. Dalla Piccola sagte, es stimmt nicht, dass Vivaldi 344 Solokonzerte geschrieben hat. Er hat ein Konzert 344 Mal geschrieben. Ich glaube, dass Frau Löffler vollkommen recht hat mit dem Hinweis. Er war kein Moralist. Er war ein Gesellschaftskritiker, selbstverständlich ist seine große Autobiografie in hohem Maße gesellschaftskritisch, aber er war kein engagierter Schriftsteller. Er hat nicht geglaubt, dass er mit der Literatur etwas ändern könne. Bei ihm ist die Revolte gegen das Dasein. Und das steht wohl im Mittelpunkt des Werks, um der Revolte willen. Eine Wirkung hat er sich davon gar nicht versprochen. Ich glaube aber, dass er für dieses sein Thema, so trivial es auch sein mag, so außerordentlich
außerordentlich viele Möglichkeiten des Ausdrucks gefunden hat, mit einer Suada der Verzweiflung, der Todesangst, dass er damit insgesamt im epischen Werk vor allem eine ganz große Leistung vollbracht hat und einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller der letzten 20, 30 Jahre ist. Aber wir sind ja in einer so traurigen Situation, dass wir über noch einen Toten sprechen müssen, Hermann Burger. Der Schweizer hat Selbstmord verübt und gerade in dem Augenblick hat er es getan, da sein Buch erschienen ist, der erste Roman einer Tetralogie, die nun unvollendet natürlich bleiben wird. Das ganze Werk Burgers ist ein Fragment und war von vornherein eigentlich als Fragment. Nicht nur ein Fragment, vielleicht, es gibt Leute, die behaupten, das ganze Werk sei eine Erfindung von Ihnen. Ja, sind Sie wirklich noch dieser Ansicht? Ein bisschen, ja. Ja. Ja, also ich meine, Sie schmeicheln mir, Herr Karasek. Der Tod ist eine zu schreckliche Sache, als dass man mit den Toten Scherze machen sollte. Aber ich meine, deshalb muss man Scherze machen. Ja, ich meine es ziemlich ernst, ob Burger nicht an dem Anspruch, ich will Sie nicht verantwortlich machen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ob Burger nicht an dem Anspruch auch zerbrochen ist, an der Erwartung, die Sie in ihn gesetzt haben und damit in die Welt gesetzt hatten und der ausgewichen ist. Nein, ich glaube, das widerlegt ja dieses Buch, von dem wir dann reden sollten, Brenner, ziemlich klar. Dieses Buch ist ja, spannt ja einen Bogen zwischen Verletzungen aus der Kindheit, aus der frühen Jugend mit den Träumen und den Albträumen eines Kindes bis in die Gegenwart eines hochgebildeten Ästheten. Und wenn an dieser schrecklichen Brillanz, in der dieses Buch geschrieben ist, unabhängig davon, ob man es nun in der Lektüre durch die Länge hin gutiert, aber in den einzelnen Sätzen, in den einzelnen Passagen, hat es eine von einer sehr harten Virtuosität. Also das Wort schrecklich unterschreibe ich, aber wo ist Brillanz? Ja, in den Themen wechseln, Herr Buscher, in den Bildern reden, wechseln. Sagen Sie doch bitte ein paar Worte, worum es eigentlich worum es geht. In dem Buch geht, ja. Es hat auch einen Titel übrigens. Ja. Es hat sogar drei Titel, das ist Nein, das verwirrendste dran. Der Brenner heißt die Tetralogie. Der erste Band heißt Brunsleben. Bruns Leben. Ja. Man kann da, ich das glaube, heißt man aber sollte, außerdem der Stumpenroman. Ja, man sollte dazu sagen, Brenner ist schon die erste Mystifikation oder Identifikation, beides. Der Autor heißt Burger und es ist ja umstritten, ob er aus dieser berühmten Stumpenfamilie in der Schweiz kam. Ich glaube, er kam es nicht, er hat es dementiert. Er hat nur damit kamoufliert, gespielt. Und Brenner ist eine Parallelbildung zu Burgerstumpen, also es ist eine Autobiografie als Maskerade, das ist doch wohl richtig. Und es ist das erste Buch einer Tetralogie. Nun kann man sagen, auch das ist eine Camouflage. Das klingt jetzt auch wieder zynisch. Wenn man nach dem Erscheinen des ersten Teils Selbstmord macht, erklärt man damit, dass man die anderen drei Teile nicht mehr schreiben will. Also, Herr Karasek, mir gefällt eine Sache überhaupt nicht. Wir können uns hier unterhalten über die Qualität von Burger und sehr unterschiedliche Ansicht sein. Aber über den Selbstmord zu spotten, zu sagen, er hat einen ersten Band geschrieben, wusste nicht, wie es weitergehen soll. Habe ich nicht gesagt. Das klang so. Bitte vergessen Sie eins nicht. Der Mann hat, Hermann Burger, sich mit dem Selbstmord seit Jahren und Jahrzehnten befasst. Er hat darüber immer wieder nachgedacht und geschrieben und hat vor einem halben Jahr ein Buch, ein Traktat von 200 Seiten über den Selbstmord veröffentlicht. Er ist darüber im Schweizer Fernsehen interviewt worden. Ja. Und man hat ihn gefragt, Herr Burger, Sie haben nun geschrieben, ein Mensch muss eigentlich Selbstmord verüben und Sie selber? Darauf sagte er war gar nicht beleidigt, sagte höflich und so hoffnungsvoll, da ich das Buch geschrieben habe, glaube ich, dass ich nicht werde Selbstmord verüben müssen. Aber so sicher war er nicht. Nein, aber entschuldigen Sie, Herr Reichlein, ich meine es ganz ernst. Ich meine, es ist eine literarische Camouflage, wenn man nach dem... Ich spotte darüber gar nicht. Ich nehme das so wie ein Programm, wie er sich in diesem Roman versteckt oder zu verstecken versucht.
Ich glaube, das gehört zu seinem literarischen Programm. Und wir haben das zu respektieren, dass das so ist. Ja. Das ist weder Sport noch sonst was. Das ist eine Feststellung. Es ist, wir reden in Wahrheit, also der Subtext unter dieser Auseinandersetzung ist ja, habe ich gefürchtet, wird ein anderer sein. Wir müssen, glaube ich, wirklich heute über die Psychopathologie von Autoren reden. Ja. Das gilt sowohl für den Thomas Bernhard, ja, als auch für seinen Epigonen, den Hermann Burger. Also ich sehe da auch zwischen diesem einen Tod und dem anderen Selbstmord ja auch irgendwo einen Zusammenhang. Wobei sogar gemutmaßt wird, dass Thomas Bernhard vielleicht auch ein... Es sind so merkwürdige Zeitzusammenhänge. Dass der Selbstmord eventuell verursacht war, der von Burger, dass durch den Tod von Bernhard, dass der Tod von Bernhard, den er außerordentlich geschätzt und bewundert hat, auf und ihn nachgeahmt hat. Auch nach etwas, ganz wenig nachgeahmt hat, das ist möglich, das können wir gar nicht entscheiden. Eins ist aber mal sicher, ganz sicher. Der Mann hat seit Jahren an furchtbaren Depressionen gelitten, wurde behandelt von den bedeutendsten Medizinern der Schweiz. Und nicht nur der Schweiz. Das hat er ja auch in allen seinen Büchern geschrieben. Und ja, selbstverständlich hat er es geschrieben. Hat an dieser Depression, ist das nicht, Herr Reich-Ranitzky. Er hat an dieser Depression furchtbar gelitten. Ich habe Briefe von ihm, die vielleicht zu gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden, in denen er erschütternde Beschreibungen seiner Unfähigkeit, irgendwas zu tun gibt. Wobei freilich die Briefe gut formuliert sind. Da einer beschreibt in grandiosem Deutsch seine Unfähigkeit zu arbeiten und auch zu schreiben. Jetzt sagten Sie bitte hier, er sei ein Bernhard-Epigone. Ich kann mich damit nicht abfinden, denn in diesem Buch, das ist ja keine richtige Autobiografie. Vielleicht war der vierbändige, war die Tetralogie als Autobiografie geplant, aber der erste Band ist die Verbindung von zwei Faktoren und Elementen. Es ist eine Kulturgeschichte der Zigarre, des Tabaks, der Zigarre. Eigentlich eine regelrechte Kulturgeschichte, ein Sachbuch von einem vorzüglichen Stilisten geschrieben. Dies ist verbunden mit den Erinnerungen Burgers, die dem Helden Brenner in den Mund gelegt werden, an seine Kindheit, aber nur an seine Kindheit. Diese Erinnerungen sind unter so starkem Proustschem Einfluss geschrieben, dass ich da in erster Linie A. Proust, ein bisschen Thomas Mann sehe und den Fontane, auf den er sich immer wieder beruft. Dass den zitiert er ja da. Ja, er zitiert, er möchte ja den Plauderton des Stechlin nachahmen. Das hat nur mit dem manischen, mit der manischen Sprache Bernhard nicht zu tun. Was mir missfällt an dieser Diskussion. Also genau, wir stehen hier und sozusagen unter dem Schwert eines Selbstmords und jede kritische Anmerkung gegen ein Werk muss zur Frivolität oder sonst was entfaden. Sie geben dem Werk auf einmal, natürlich kriegt ein was Werk heißt auf sozusagen. Ja, auf einmal durch den Tod einen Ernst, den wir nicht mehr widerlegen können. Eben haben Sie gesagt, dass ich den ganzen Schriftsteller Hermann Burger geschaffen hätte. Ja, und jetzt sagen Sie, dass ich ihm nach dem Tod erst Bedeutung Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage, Sie fahren rein, wenn man jetzt was über das Buch sagt, Moment mal, das gefällt mir gar nicht. Man kann sagen, das Werk des Schriftstellers Burger war auch immer eine, ich sage das sehr bewusst, eine Koketterie mit dem Tode. Ja. Also die der wird Tod nicht darf dadurch, überhaupt kein Tabu sein. Das darf kein Tabu sein. Und eine Koketterie wird nicht dadurch zu etwas anderem, dass der Schriftsteller eines Tages damit ernst gemacht hat. Das heißt, auch Thomas Bernhard hat sein ganzes Leben mit dem Tod kokettiert. Das zeichnet große Schriftsteller aus. Er hat mit dem Selbstmord gespielt. Er hat damit gearbeitet. Und man kann, ich hatte das schon eben gesagt, man kann nicht ausschließen, dass es Vermutungen gibt, dass es ein Selbstmord war. Nur das Urteil über das Werk von beiden ändert sich dadurch nicht. Nein. Wir müssen frei sein können. Aber lieber, Sie haben vollkommen recht. Ich habe im ZDF am Tag, an dem bekannt wurde, dass Thomas Bernhard gestorben ist, über ihn 2-3 Minuten gesprochen und etwas gesagt, was mir viele Menschen verübelt haben. Ich finde es empörend, dass sie es mir verübelt haben. Ich habe nämlich mich mit größtem Respekt und mit Bewunderung über sein erzählendes Werk geäußert und gesagt, dass vieles davon bleiben werde und dergleichen, dass ich an seinen
seine Dramen nicht recht glaube und dass ich nicht glaube, dass diese Stücke überleben werden. Das, ich habe mich nicht gescheut, am Tage des Todes das zu sagen, am Tag, an dem man vom Tod erfahren hat. Zurück zu Burger. Selbstverständlich können wir über den Roman von Burger... Ich meine, da hat man sich vielleicht Burger empört, weil das ein Fehlurteil war, weil das Nein, weil man sowas nicht, weil es respektlos sei, sowas zu sagen, haben die Leute geschrieben. Also ich denke, wenn diese beiden Schriftsteller etwas miteinander gemein haben, dann ist es das, dass sie diese Art von Heuchelei angesichts des Todes für sich selbst, ihre eigene Existenz und ihr Werk nie akzeptiert haben. Ich würde doch meinen, den Burger, Sie haben vorhin das Wort Manica angesprochen. Tatsächlich, man kann sein Werk nicht von seiner Krankheit trennen. Ich tue das ungern, aber in beiden Fällen, ja. Bernhard und Burger, aber die Krankheit muss man sagen, ist ja Thema seiner Bücher, ja, aber das Werk ist auch der Krankheit abgerungen. Ja. Also ich würde mal die These aufstellen, er hätte sich wahrscheinlich früher umgebracht, wenn er nicht ein Schriftsteller gewesen wäre. Er hat also den Tod schreibend so lang im Schach gehalten. Ja. Ich denke wohl, dass ihm das gelungen ist. Ich weiß nicht, das finde ich aber auch, das widerspricht dem, was Sie vorher gesagt haben. Nein. Nein, glaube ich eigentlich nicht. Nein. Aber vielleicht kommen wir mal auf das Buch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt streiten sollen, ob die künstliche Mutter ein bedeutender Roman war. Ich finde, es war ein sehr wichtiger Roman. Sie glauben, das war meine Erfindung. Sagen Sie mal, ich verstehe nicht, meinen Sie so ein Zeug ernst? Sagen Sie mal, der hat, glaube ich, 11 Literaturpreise in der Bundesrepublik und Österreich und in der Schweiz Zum bekommen. Teil mit Ihrer Hilfe. Das ist alles meine Arbeit. Ja, ja, ich habe das alles manipuliert. Marcel, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ich finde den Autor bedeutend, und dann geht man in die Jurys und verschafft ihm noch Literaturpreise. Und dann sagt man, seht, jetzt habe ich recht gehabt. Das ist natürlich Fulfilling Prophecy, was Sie da betreiben. Also Sie dämonisieren mich und Nein, messen mir eine nicht. Bedeutung bei, die ich leider nicht ja, so ganz hatte. Darüber nicht zu reden, das interessiert jetzt keinen. Doch, Nein, schon, das interessiert überhaupt schon. Keinen Menschen. Es ist doch so, ist dieses Buch gut oder schlecht? Welches jetzt? Er sprach jetzt das letzte Brennerbuch. Ne? Ja. Darüber das so reden wir jetzt. Ne? Das ist so ja. eben erschienene ja. Brennerbuch. Und da muss man ja sagen, dieses Buch hat natürlich schon eine sprachliche Kraft von ungeheurem Maße. Und natürlich, also was mich an diesem Buch beeindruckt hat, um es mal zu sagen, war eigentlich, dass immer dann, wenn Burger in diesem Buch eine sprachliche Konsistenz erreicht, eine Konsequenz andeuten will, er immer abbricht und in eine andere virtuose Erzählhaltung ausweicht. Das hat mich fasziniert. Also ich gestehe, ich habe nicht sehr viel von dem Buch gelesen, was aber daran liegt, dass ich nicht sehr viel lesen konnte. Ich halte das Buch für, soweit ich es gelesen habe, und ich bin daran einfach gescheitert, für unheimlich geschwätzig und ja gut, dann und, sind Sie eben gescheitert. Aber ja. jetzt lassen wir mal reden die ja. Leute, die nicht gescheitert sind. Also es fällt ja auf zum Beispiel, dass dieses Buch wie eine Interpunktion durchzieht, der Rückfall ins schweizerische Idiom. Das heißt also, er spielt immer wieder sprachliche Brillanz aus. Das ist in den Formulierungen, in den auch in den Anspielungen, in den gebildeten Anspielungen immer wieder zu spüren, bricht das aber ab. In dem Augenblick, wo man sich als Leser darauf einlassen will, bricht das ab und es kommen heimatliche schweizerische Ausdrücke, mit denen man eigentlich als Leser nichts anfangen kann, wo man also eigentlich nur spürt, aha, hier bist du auf meinem Holzweg gelandet, hier wirst du wieder düpiert. Und dieses nicht gelingen können, die bei gleichzeitigem Vorzeigen einer höchsten Virtuosität. Das hat mich schon beeindruckt. Was heißt denn das, Herr Busche? Ich will mal eine Frage, darf ich an Herrn Busche eine Frage stellen? Ja, ist ein Roman dann gelungen, wenn er brillant formuliert ab und zu ins schweizerische Idiom fällt, dass man sich düpiert? Das ist eine dumme Frage. Sprachliche Virtuosität ist nicht etwas, was mich a priori für ein Buch einnimmt. Ich würde doch meinen, es ist von einer enzyklopädischen Faktenhuberei beseelt. Ich will so genau über die Zigarre gar nicht Bescheid wissen. Das ist alles blauer Dunst, den er uns davor macht. Daran werde ich Sie erinnern, wenn wir über Frau Jelinek sprechen. Bei der 25
25. Zigarre will ich eigentlich die 26. nicht mehr kennenlernen. Und die Faktenhuberei im Gemisch mit dieser Bildungshuberei, mit dieser Dreifachkostümierung, sich verbergen hinter dem Stechlin und hinter dem Proust, diese altmodische Bildungskoketterie ist doch eigentlich dieser antiquierte Ton, der dann auch immer den geneigten Leser anspricht. Der hat ihm bei Ranzmeier gefallen. Aber der hat ihm bei Ranzmeier sehr gefallen. Der hat niemals den geneigten Leser angesprochen. Ihm hat doch der Zweite Weltkrieg gefallen, kann man da diese, sagen. Diese Koketterie ist doch altmodisch. Er konnte mir nicht gefallen. Ja. Also ich kann hier eins nicht verstehen. Wenn Sie sagen, altmodisch, kokett, Proust und Fontane versteckt sich und so weiter. Wieso ist er dann ein Epigone von Thomas Bernhard? Ja, er hat nämlich mit Thomas Bernhard sprachlich überhaupt nichts zu tun. Sie finden den Roman schlecht, mit viel Faktenhuberei. Nein. Augenblick mal. Das manische Schreiben, ja. das ist, glaube ich, beiden gemeinsam. Diese monomanische Suada und Sie diese absolute narzisstische, solipsistische Selbstbesessenheit haben beide als Grundhaltung und Grundmotiv Nur, des Schreibens miteinander gemeint. Wir haben es mit Kunstwerken zu tun. Die Basis ist das manische, solipsistische, wie Sie eben sagten, trifft auf beide zu. Nur artikuliert es sich auf ganz andere Weise bei Thomas Bernhard in einer besessenen Sprache, in unerhört verschachtelten Sätzen, mit ständigen, bewussten Wiederholen, eine insistierende Sprache mit Wiederholungen unentwegt. Bei Burger eine höchst durchdachte, gar nicht manische Sprache, wunderbar gebaute Sätze. Sie können sagen, zu schön gebaute, das ist eine andere Frage. Sätze von einem geschrieben, dem man es anmerkt, dass er Thomas Mann und Proust gelesen hat. Das sind zwei völlig verschiedene künstlerische Welten. Besessen und monoman sind beide, aber das genügt noch nicht, um aus dem einen den Epigon des anderen zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel beispielsweise im Dr. Faustus sagen, was interessiert mich die Beschreibung der vielen Musikinstrumente, die es gar nicht mehr gibt, in dem Laden des Vaters von Adrian Leverkühn. Sie werden sagen, in den Buddenbrooks, wozu die Typhuskrankheit mit so vielen Details beschrieben. Natürlich gibt es Leser, die sagen, das ist nicht meine Sache. Ich sage Ihnen offen, die Geschichte der Zigarre interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nichts wissen darüber. Und so wie Burger das erzählt hat, konnte ich mich davon nicht losreißen. Das ist so ungeheuerlich interessant, was er dem Thema abgewinnt. Aber das ist eine Frage. Da wollen wir uns jetzt mit diesen Behauptungen unterhalten, dass wir können ja nicht. Doch, ich glaube, die Ähnlichkeit ist ja da mit Bernhard schon wieder gegeben, die suggestive Langeweile. Die suggestive, ja, aber heißt das? Ich habe aufgegeben. Mir ist es ähnlich wie Frau Löffler gegangen. Ich dachte, wenn der aus dem Erkerfenster guckt und die Landschaft ist wie Proust und das Empfinden ist wie im Stechlin und der Weg ist wie bei Stechlin und die Stimmung ist wie bei Thomas Mann. Das hat Sie nicht fasziniert? Nein, ich denke alles. Ja, das hat Sie nicht fasziniert? Entschuldigen Sie, es klingt jetzt wieder etwas pietätlos. Ich dachte, das ist alles so angeborgt. Der Unterschied zu Thomas Bernhard ist, bei Thomas Bernhards Prosa, durch die man sich auch manchmal angemistet findet, weiß man, der Autor kann in keinem Moment anders. Das ist ein Besessener, ein Gequälter, ein von Wahnvorstellungen geplagter, trotzdem ein Rhetoriker, der immerfort etwas zu entdecken. Und das gibt es bei Burger. Das gibt es bei Burger überhaupt Burger nicht. Burger ist ein ganz Burger bewusster ist, Künstler. Burger ist ein Thomas Mann aus zweiter Hand. Aber dazu kommt schon, also, lieber Karasek, seine Besessenheit mit der Kindheit ist doch etwas ganz Starkes. Natürlich, ja. Und da hat er wieder eine Ähnlichkeit mit Bernhard. Und da ist nun wirklich eine der unangenehmsten Stellen in dem Buch. Sie haben gar nicht so weit gelesen. Das ist eher zum Ende. Ja, der Vergleich mit dem KZ, wo er dann auch noch kokett die Kritik mit hineinnimmt und sagt, das wird man mir jetzt sicher vorwerfen, dass ich sage, meine paar Wochen in dem Kinderheim waren schlimmer als Auschwitz, aber ich würde sagen, meine Kinderheimzeit war schlimmer als Auschwitz. Liebe, man darf gewisse Äußerungen von Künstlern nicht so ganz ernst nehmen. Als Pierre Boulez sagte... Nein, ich nehme Künstler ernst. Warten Sie mal. Als Pierre Boulez sagte, man soll alle...
Opernhäuser der Welt in die Luft sprengen. Hat er doch nicht ernsthaft daran gedacht, auch nur ein einziges Opernhaus in die Luft zu sprengen. Woher wissen Sie das so genau? Weiß ich ganz genau. Und damals hat ja Liebermann gut reagiert, hat gesagt, einverstanden, aber erst schreiben Sie mal eine Oper für mein Haus. Und hat recht gehabt. Also mit anderen Worten, das ist natürlich eine Übertreibung, eine maßlose Übertreibung von Burger. Nur, er beschreibt, was es für ein Kind im Alter von offenbar 10 Jahren oder 11, was dieses Internat bedeutet hat. Ich finde diese Beschreibung unerhört suggestiv. Und das ist ein Glanzstück deutscher Prosa. Ich finde diesen Roman, der natürlich sehr ausführlich ist, er ist Burger, und er kann gar nicht anders sein, außerordentlich redselig, aber nicht geschwätzig. Das ist ein großer Unterschied, redselig und geschwätzig. Natürlich gebraucht er sehr viele Worte, aber eine Meisterschaft, eine Sicherheit in der Benennung von Stimmungen, vor allem die Sinnlichkeit dieser Prosa, Gerüche, Geschmack, Farben, alle Klänge, wie das wiedergegeben wird, ich weiß nicht, wer so in deutscher Sprache heute noch schreiben kann. Ich könnte noch 2 Namen nennen oder 3, aber nicht mehr. Da kann ich Ihnen ein paar Leute aus der Werbebranche empfehlen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, dass sie 2-mal im Jahr neue Farbtöne erfinden. Daran habe ich mich nämlich immer erinnert gefühlt. Sahara-Gelb, Dünengelb, Schilfgrün, aus der Werbesprache, aus der Modesprache kennen wir das. Denn ich habe mir genau diese Farbtöne immer aufgeschrieben. Sagen Sie bitte, Frau Löffler, eine Frage nur. Diese Szenen und Beschreibungen aus der Kindheit Burgers haben Sie kalt gelassen, haben Sie nicht sehr interessiert? Haben mich nicht sonderlich interessiert, und zwar deshalb, weil sie von einer ganz unerträglichen Koketterie waren und weil ich diese Maßlosigkeit gleichzeitig so als so bewusst empfunden habe, dass ich die an der Ehrlichkeit dessen, was hier an Erlebnissen dahinter steht, zweifle. Und ich kann einen Schriftsteller nicht so aus der Pflicht entlassen, wie Sie das tun, dass Sie sagen, wenn er eine unangenehme Übertreibung drinnen hat, wie eben das Vergleich des Kinderheims mit Auschwitz, Künstler und sagen, das war schlimmer. Ja, Künstler übertreiben, die darf man nicht so wörtlich nehmen. Ich nehme nämlich die Künstler ernst. Ja. Würde ich auch sagen. Also, wir nehmen die Literatur ernst, aber wir können nicht jede Äußerung von Künstlern ernst nehmen. Boulez hatte ja aber recht. Aber ich lege die Worte auf die Goldwaage, Thomas oder Bernhard, nicht? Thomas Bernhard, wie viel Blödsinn hat er im Leben in öffentlichen Reden gesagt? Was sagt Peter Handke alle 2 Wochen für einen Unsinn? Daran haben wir uns doch gewöhnt, dass unsere Schriftsteller, nicht alle, aber viele, Dinge sagen, die man nicht auf die Goldwaage legt. Ich finde, man muss es auf die Goldwaage legen. Wer hat ihn kritisiert als Alfred Anders, die Praxis der Berufsverbote, sagte, ein Geruch von Gas ist in Deutschland da. Fanden die Intellektuellen toll. Weil, im Grunde dasselbe Bild wie das jetzt von Burger. Nein, es geht ja jetzt nur darum, Herr Busche, wir wollen nicht aufrechnen, wer was vom Schriftsteller ernst nimmt. Nur, es hat mich schon verwundert, dass Marcel Reich-Ranicki auf einmal sagt, ach Gott, wenn Schriftsteller was sagen, wer nimmt das schon ernst? Lieber, das ist eine wunderbare Ästhetik. Ja. Aber ich habe, die Dichter Lügen, sagt Platon, ne? Ich habe die Thomas-Bernhard-Äußerungen sehr ernst genommen. Er selbst muss sie auch sehr ernst genommen haben, sonst hätte er sein Testament nicht in Folge dieser Äußerungen gemacht. Das Testament ist ja eine Weiterführung seiner politischen Reden. Ja. Das heißt, es ist auch wieder so halbherzig und so listig wie das, was er gesagt hat. Denn wenn man im deutschsprachigen Raum seine Schrift nur für Österreich verbietet, verbietet man sie in Wahrheit überhaupt nicht, sondern ärgert nur einige Leute. Ich würde aber sagen, Schriftsteller und ihre Äußerungen soll man ernst nehmen? Ja. Aber, erlauben Sie, dass ich mal was dazu sage. Natürlich soll man sie ernst nehmen, wenn Sie das so formulieren, ist klar. Heinrich Böll hat einmal sehr schön über irgendeinen Autor geschrieben. Ich glaube, über Thomas Wolff. Es kommt darauf an, schrieb Böll in einer kleinen Buchbesprechung, wie viel man einem Schriftsteller verzeihen muss. Und zwar in dem Sinne, dass er uns durch sein Werk zwingt, ihm allerlei Sachen zu verzeihen. Ich bewundere Thomas Mann. Und Thomas Mann hat Sachen geschrieben in seinen Tagebüchern, die ungeheuerlich sind, ungeheuerlich. Und dennoch sage ich, angesichts seines Werks, seiner Situation, bin ich nicht bereit, der Richter zu sein und ihn für diese oder eine andere Äußerung. Ja, aber ich will Ihnen wirklich eins sagen. Der Karl Marx hat mal den Satz gesagt, dass sich manchmal die Wirklichkeit vor der Idee blamiert und nicht die Idee vor der Wirklichkeit. Ernst Bloch gibt dafür ein wunderschönes Beispiel.
Irgendjemand in einer kleinen Prager Zeitschrift hat, als der Erste Weltkrieg ausbrach, geschrieben, dieser Krieg dürfe nicht mehr als 14 Tage dauern. Und alle Leute haben über diesen Satz gelacht. Am Ende des Krieges, sagte Bloch, hatte dieser Mann als einziger Recht, dieser Krieg hätte nicht länger als 14 Tage dauern dürfen. Die Wirklichkeit war der Unsinn, nicht diese Äußerung dieses Schneiders. Und das kann man auch über bestimmte Äußerungen Thomas Bernhards zumindest sagen, wenn Sie sich diesen ganzen Waldheim-Schwachsinn in Österreich, da kann man als Deutscher leicht drüber reden, es gibt Ähnliches in Deutschland, ansehen, dann hat Thomas Bernhard mit all seinen scheinbar grotesken Übertreibungen recht gehabt und nicht die Wirklichkeit. Kehren wir vielleicht für einen Augenblick zu Hermann Burger zurück. Anders als ihr alle offenbar bin ich davon überzeugt, dass Hermann Burger ein beträchtliches, hochbeachtliches Prosawerk hinterlassen hat, die Romane Schilten, Die künstliche Mutter und jetzt dieser erste Band, einige Erzählungen, vor allem in den Band Diabelli. Ich finde, das sind Glanzstücke der Prosa und sie sind im Wesentlichen gar nicht epigonal. Das hat verschiedene Gründe, wir können aber jetzt nicht auf diese Details zu sprechen kommen. Ich sage nur, er hat ein so ernstes, so tief empfundenes, so leidendes Werk geschrieben, dass ich ihm diesen Ausrutscher mit dem KZ gegen Ende des Romans verzeihe. Ich sehe das angesichts des ganzen Werks. Und das ist ein Mann, der eine Depression schrecklichster Art nicht gemimt hat. Er hat darunter ungeheuerlich gelitten. Ich habe mit ihm in dieser Zeit gesprochen und korrespondiert. Ihr tut so, als sei das eine Kleinigkeit. Wir tun gar nicht so. Wir können uns damit abfinden. Marcel Reich-Ranitzky, wir finden uns damit ab, dass Sie eben erklärt haben, er findet Aufnahme in die Literaturgeschichte als bedeutender Autor und wir werden an dieser Kanonisierung jetzt nicht mehr rütteln. Er ist ein bedeutender Autor und damit ist der Fall doch abgeschlossen. Was anderes wollen Sie doch nicht mehr von uns hören. Also, wenn Sie das meinen, dann wollen wir uns über Elfriede Jelinek unterhalten. Denn dies ist ja eine Autorin, die etwas wohl gemein hat mit Thomas Bernhard und mit Hermann Burger. Da sind wohl Parallelen. Deren Roman Lust ist nicht erschienen, muss ich leider sagen. Wir haben gemeint, er werde jetzt erscheinen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Druckerstreik da eine Rolle gespielt, ist das Erscheinen des Buches verschoben. Es wird in den Buchhandlungen, gleich sei es gesagt, frühestens in 3 oder 4 Wochen erst erhältlich sein. Aber wir sollten sagen, es heißt Lust und erscheint bei Rowohlt. Am 7. April. Am 7. April, damit wir wissen, worum es geht. Ja, nun, wer ist wieder mit diesem Buch unzufrieden? Hier ist ja heute eine Negativstimmung in hohem Maße. Ja, Frau Löffler, Sie sind als Frau und Österreicherin verpflichtet, uns zu sagen, was in dem Buch drin ist. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie sagen werden als Frau. Ja. Als Österreicherin ist vielleicht bedeutender. Ja, also die Jelinek in einem Atemzug mit Bernhard zu nennen, ist eine Beleidigung gegenüber der Jelinek. Denn im Gegensatz zu Bernhard, würde ich sagen, ist die Elfriede Jelinek wirklich radikal. Und sie schreibt nicht aus Koketterie, sondern sie schreibt wirklich aus Wut. Und ihr Buch? Bei dem war keine Wut, bei Bernhard. Die Wut ist, glaube ich, immer routinierter, immer glatter, immer kichernder geworden. Von einer echten Wut, würde ich sagen, ist der Bernhard, je länger er geschrieben hat, desto weiter entfernt. Aber die Hassliebe, der Hass. Wir wollen jetzt über die Jelinek. Aber die Elfriede Jelinek ist, glaube ich, wirklich eine, wahrscheinlich zurzeit die bedeutendste Autorin, der bedeutendste Schriftsteller Österreichs. Ich würde das mal einfach so behaupten. Ihr Buch heißt Lust und von Lust kann in diesem Buch überhaupt nicht die Rede sein. Richtig. Unlust wäre wahrscheinlich der passendere Ausdruck. Ich habe dieses Buch als eine absolute Tortur empfunden. Es hat mich tagelang so beklommen gemacht, dass ich eigentlich sprachlos war und eigentlich gar nicht gewusst habe, wie man über dieses Buch reden kann. Es ist ein ganz schreckliches Buch, weil es ein vollkommen erbarmungsloses Buch ist, das keinerlei Ausflucht lässt. Die Jelinek hat vielleicht einen Fehler gemacht. Sie wurde vorher befragt, woran schreiben Sie denn gerade? Da gab es so eine Umfrage und da sagte sie, ich versuche einen weiblichen Porno. Ein weiblicher Porno ist das ganz bestimmt nicht geworden.
weil sich ja eigentlich diese Sprache gegen die Autorin gewendet hat. Man kann als Frau in der Gesellschaft, so wie sie ist, einen Porno nicht schreiben, weil es die Sprache dafür nicht gibt. Die Sprache ist von Männern besetzt. Und diese Erfahrung hat Elfriede Jelinek auch gemacht. Und sie hat genau mit dieser Erfahrung dieses Buch geschrieben. Eine Frage. Glauben Sie wirklich, dass die Elfriede Jelinek ein Porno beabsichtigt hat? Ja, ja. Das hat sie sicher versucht. Sie wollte eine Art weibliches Gegenstück zu Georges Bataille, die Geschichte des Auges, schreiben. Ja. Aber Frau Löffler, das sagt sich so leicht. Ich frage nur mal, ich habe mir das auch überlegt anhand dieses Buchs und nicht erst anhand dieses Buchs. Was heißt genau, die Sprache ist von Männern besetzt, vor allen Dingen die pornografische Sprache ist von Männern besetzt, es gibt nur eine männliche Sprache darüber. Und wie unterscheidet sich die Sprache der Jelinek von dieser männlichen Sprache? Vielleicht sollten wir aber vorher noch sagen, worum es in dem Buch geht. Es ist die Geschichte eines Fabrikanten, seiner Ehefrau und seines Kindes. Dieser Fabrikant ist im AIDS-Zeitalter etwas verschreckt. Er geht nicht mehr seine sexuellen Erfüllungen außerhalb der Ehe suchen, sondern er ist auf die Ehefrau aus Angst vor Ansteckung zurückgeworfen. Präservative und sowas mag er nicht. Also ist er mit einem, jetzt bin ich fast versucht, das zynische Wort zu sagen, mit einer beneidenswerten Sexualität begabt und stürzt sich dauernd über seine Frau. Das heißt, das Buch handelt von einer fortgesetzten Vergewaltigung einer Frau, von den Versuchen von ihr, sich davon zu lösen in so einer Art romantischen Abenteuer. Das Buch handelt auch davon, wie dieser Ort in Abhängigkeit von ihm ist. Es herrscht Arbeitslosigkeit, er hat eine Papierfabrik, er kontrolliert die Leute da, er ist Herr dieser Leute. Und es handelt von ihrem Versuch, sich einen Liebhaber zu suchen. Und schließlich handelt es von einem Kindsmord, wenn ich richtig gelesen habe, nämlich vom Umbringen ihres Sohns. Und jetzt aber zurück zu meiner Frage. Was unterscheidet eine weibliche Sprache von einer männlichen Sprache? Das hat mich bei der Lektüre dieses Buchs dauernd beschäftigt. Und wenn man nicht auf solche Albereien kommt wie Mann und Frau, also dieses, weiß ich nicht, da könnte ich nur sagen, vielleicht ist Frauensprache sanfter und Männersprache also die grober. Jelinek, ich würde mal fragen. Ich verstehe das nicht. Frau Löffler, die Jelinek gebraucht in ihrem Buch alle Vulgärausdrücke, die in ähnlichen Büchern, die von Männern geschrieben sind, vielleicht auch vorkommen. Sie geniert sich überhaupt nicht. Ich sage das hier ohne Vorwurf, weder lobe ich noch tadle ich sie. Sondern ich sage, sie gebraucht alle Ausdrücke für den Geschlechtsverkehr, für Geschlechtsteile, die deutsche Vulgärsprache nur zur Verfügung unlusterweckende, hat. Das ist eine andere Sache. In welcher Farbe, in welchem Licht. Das ist der Punkt, Herr Karasek. Ja. Bitte, bitte erklären Sie uns, was ist nun die weibliche Sprache für pornografische oder obszöne? Also im Grunde handelt das Buch ja davon, dass, entschuldigen Sie, dass ich das darauf reduziere, dass männliche Körper in der Sexualität expandieren und in andere Körper eindringen, wohingegen weibliche Körper diejenigen sind, in die eingedrungen wird. Sie haben dafür die Einsicht ist nicht ganz neu. Nein, aber das ist, würde ich sagen, die Grunderfahrung, von der dieses Buch berichtet. Es ist kein Buch, das über besondere Perversionen oder Ausschweifungen berichtet. Nein, es beschreibt, Entschuldigung, ganz den normalen ehelichen Beischlaf. Entschuldigen Sie bitte, dann habe ich ein anderes Buch gelesen. Ja, haben Sie da Perverses gefunden? Also, das kann ich hier alles gar nicht schildern. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die Frau wird bepinkelt. Die Frau wird bekotet. Der Frau wird rektal eingedrungen. Um nur die winzigsten Beispiele. Das halten Sie für einen ganz normalen Alltag? Also das Setup in diesem Roman ist... Im Badezimmer wird sie halb tot geschlagen dabei. Ihr wird das Gesicht in die Wanne genötigt. Das sind doch keine normalen Vorgänge. Sie haben mich das... ich habe den Satz hat bei Aber aufgehört. Ja. Ich wollte sagen, dass die Jelinek die normale eheliche Sexualität, wie sie sie im, sagen wir mal, patriarchalischen Zeitalter erlebt, bis zum äußersten Extrem getrieben hat. Und davon handelt dieser Roman. So ist es schon.
das ist eine Sprache, die eben nicht aufgeilt, sondern die das schiere Entsetzen hervorruft. Und genau das ist die Absicht dabei. Ja, aber dabei. Diese Sprache führt es eben nicht her. Und insofern ist der Einwand von Herrn Karasek berechtigt. Wird ja dadurch eigentlich der beklemmende Eindruck wird ja dadurch hergestellt, dass die Sprache, soweit sie diesen intimen Vorgängen eines Ehelebens gewidmet ist, sich nicht von der unterscheidet, mit der, und das sind ja auch die Verschränkungen, mit der Mann seine beruflichen Aktivitäten in dieser Fabrik schildert. Das heißt also, so emotionslos er als Chef seiner Fabrik agieren muss und welche Sprache er sich da angewöhnt, so emotionslos begegnet er seiner Frau in der Inanspruchnahme ehelicher, wie es so heißt, schön heißt, Pflichten. Und die Sprache, mit der zu beschreiben wäre, wie er mit seinen Arbeitern umgeht, ist dieselbe Sprache, mit der er... Herr Busche, man kann noch einen Schritt weitergehen. Ja. Und das wäre meine Frage. Ich finde ich will nachher meine Einwände gleich auch sagen, ich finde das einen großen Vorteil des Buchs, dass es sowohl dieses geschäftsmäßige Umgehen in die pornografische Sprache einbringt, ja, als auch Redensarten verarbeitet. Ja. Es verarbeitet allgemeine Redensarten, den kürzeren ziehen und schwach werden und die Sau rauslassen und schlafende Hunde wecken. All diese Redensarten verarbeitet es, um sozusagen eine sexuelle Aktivität zu beschreiben. Ja, aber das ist ja ein zutiefst politischer Text. Es ist natürlich ein feministischer Text. Das ist doch irgendwie, das muss einem ja klar werden. Es ist ein hochpolitischer Text, der natürlich die Herrschaftsmechanismen in der Fabrik, die dieser Direktor in der Fabrik benutzt, gleichsetzt der brutalen Herrschaftsausübung gegenüber seiner Frau. Richtig. Also jetzt diese Parallelsetzung, Frau Löffler, ich würde zwei Einwände. Sie haben mit dem, was Sie sagen, sicher den Kern des Buchs getroffen. Ich bin ein großer Jelinek-Liebhaber bis vor diesem Buch gewesen. Und ich muss zwei Einwände gegen dieses Buch anmelden, die Sie hoffentlich mir Widersprüche, die mir in diesem Buch aufgetaucht sind. Der erste Widerspruch ist, ich habe bisher, denken Sie beispielsweise an die Klavierspielerin, gefunden, dass die Jelinek ihre Figuren widersprüchlicher geschildert hat. In diesem Buch, in dem neuen Buch, ist alles entschieden. Ja. Im Klavierspieler war Mutter, Tochter, Schüler, die hatten alle ihre Irritationen und es war gleichzeitig ein Erziehungsproblem, man hat die Mutter verstanden, man hat den geschundenen Liebhaber verstanden und so weiter. In diesem Buch findet von vornherein eine ganz kalte Verurteilung des Fabrikanten. Es ist eine Hinrichtung. Aber das ist der erste Einwand. Aber das hat die immer schon gemacht. Nee. Denken Sie an Ihre früheren Bücher, denken Sie an die Liebhaberin, denken Sie an die Lockvogelbaby, waren sehr viele Möglichkeiten drin. Ja, das war eine reine Sprachspielerei. Aber dass sie Prototypen beschreibt und dass sie mit bösem Hass bloßstellt, das ist doch wohl klar. Ja, aber jetzt kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist der, das Buch tritt so schrecklich auf der Stelle. Ja. Ja. Es kommt keine... Nach 20 endlich. Seiten weiß man, worum es geht. Endlich, darum geht es doch. Ja. Es ist mit großer Suggestivität geschrieben. Ja. Es ist ein Buch, und da ist die Parallele zu Thomas Bernhardt ganz deutlich, wo immer wieder dasselbe gesagt wird. Es werden immer wieder Szenen geschildert, die Belege sein sollen für dieselben Sachverhalte oder dieselben Diagnosen der Autorin. Man ist 30 Seiten fasziniert, und dann kennt man den Trick, also zumindest den Eindruck hat man, und dann kommt nichts so weit auf. Aber es ist interessant, dass Sie das der Jelinek vorwerfen, was Sie beim Thomas Bernhardt gerühmt haben. Nein, ich werfe gar nicht vor, ich konnte nur gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Zunächst einmal. Das ist aber neu in dieser Sendung, dass Sie nicht sagen können, was Sie sagen. Ja, ist die Darstellung sexueller Prozesse in diesem Buch, ist schon alles in allem hervorragend. Das ist eine große literarische, sprachliche, schriftstellerische Leistung, was sie da zeigt. Das Entscheidende,
worauf es ankommt, bei Büchern über Sexualthemen, ich meine Belletristik natürlich, bietet sie natürlich gar nicht. Das Entscheidende, worauf es ankommt. Worauf kommt es denn an? Ich werde Ihnen genau sagen, worauf es ankommt bei der Darstellung des Koitus. Auf eine einzige Sache kommt es an. Nicht auf die Beschreibung der physiologischen Prozesse, das kann einer. Das kann keiner, jeder kann das. Es ist nicht schwerer zu beschreiben, ob ein Penis in eine Vagina dringt oder ein Bleistift in eine Tasche gesteckt wird. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das kann jetzt jeder bin beschreiben. Ich aber neugierig. Es kommt darauf an, zu zeigen, was außerordentlich schwierig ist, was die Frau oder der Mann oder gar beide während dieser Sachen empfinden. Also das ist ungeheuer schwierig. Lieber Reichel-Litzke, wenn Sie das nicht bemerkt haben aus diesem Text, dann frage ich mich, wie dick ist Ihre Panzerung gegen diesen Text gewesen? Es ist ja nur der Widerwille dieser Frau geschildert. Nein. Also, Entschuldigung, da muss ich das Buch jetzt sehr gegen Sie in Schutz nehmen. Denn Ihre fröhliche Pornoerwartung, jetzt werden auch noch die Empfindungen geschildert. Empfindungen gehören in den Pornobereich. Sehr interessant. Nein, das stimmt Lassen Sie mich ausreden. Die gehören insofern in den Pornobereich, dass Sie sagen, jetzt kommt der Mann und jetzt nimmt er sich vor, jetzt wird er die Frau sehr glücklich machen. Das findet nicht statt, sondern die ist in einer stumpfen Panik. Nee, und diese stumpfe Panik, ist das so? Nee, das sehe ich auch nicht. Denn die Frau... Das Schlimme an dem Buch, also das, oder sagen wir mal, das Deprimierende bei der Lektüre des Buches ist ja, dass die Frau einverständlich ist. Nein, das ist das Gegenteil. Abhängigkeit und überhaupt nicht. Frau ist völlig einverständlich in den Vollzug, der da geschieht. Also da würde ich sagen, da projizieren Sie aber gewaltig den männlichen Blick in diese Prosa hinein. Herr Busche, da bin ich auch denn genau, genau also das Sie, Gegenteil Sie, ist das Sie können natürlich den Blick, mit dem Sie das Buch lesen, auf mich übertragen, aber ich kann nur sagen, die Sprache und überhaupt das weitere Schicksal der Frau ist, was mich an dem Buch irritiert hat und was mich auch in der Länge der Lektüre gelangweilt hat, besteht darin, dass aus der Subjektivität der Frau kein Gegenpol gemacht wird zu dem, was das Buch beschreibt. Ja, das kann es gar nicht, weil der Approach in diesem Buch ein ganz anderer ist. Okay, ist ja richtig. Ist ja recht, dass es nicht kann. Moment, aber ich wollte nur sagen, damit das bedeutet... Das zeigt, dass die Frau eigentlich, wenn Sie so wollen, so weit domestiziert ist, dass sie eigentlich überhaupt keine eigene Utopie, keine eigene Fantasie mehr hat, was ihr passiert. Genau darum geht es in diesem Buch. Okay, dass die Frau in der Sexualität kein Subjekt ist. Das wird doch gezeigt. Ist richtig, aber sie weiß es noch nicht mal selber. Doch, die weiß das. Ist ein Objekt. Zumindest aus diesem Buch. Sie ist jedenfalls in ihrer Sexualität nicht Subjekt, sondern wird benutzt. Sie wird fragmentarisiert. Ja, richtig, aber sie hat nicht mal ein eigenes Gesicht. Ihr Gesicht ist eigentlich nur auch eine sexuelle Öffnung. Und in dieser totalen Entwertung der Frau müsste man eigentlich als Leser oder als Leserin vielleicht nur in dem Fall, die Wut, den Zorn, die unglaubliche die Empörung über diese Erniedrigung und Entwertung der Frau, die müsste man doch Ich weiß nicht, habe nur ich das gespürt? Ja, aber nein, das ganze Buch zeigt unentwegt, wie diese Frau gedemütigt, entwürdigt, gepeinigt und gequält wird. Das ist die ganze Zeit da und das ist ja das, wogegen ein bisschen Busche protestiert hat. Das wird so oft dargestellt, man hat das längst begriffen, was die Autorin will. Sie zeigt es, erzählt es noch einmal, erzählt es aber oft sehr gut. Mich interessiert aber eine ganz andere Frage hier. Ich bin verwundert, ein Buch zu lesen mit unendlich viel Wut und Hass, das ist das Erste, mal Wut und Hass, sehr viel, und mit so viel Kraft, die investiert wird, um das Sexuelle zu denunzieren. Ich frage mich, wie funktioniert die Psyche einer Autorin, die jeden Morgen für 2 oder 3 Stunden sich an den Schreibtisch gesetzt hat, um wieder nur den Dreck zu beschreiben, wie eine Frau gequält wird von ihrem Mann, was die sich gegenseitig als ihr angetan wird. Das ist aber interessant. Ja. Also das ist doch sehr interessant. Das heißt, das ist der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki sagt, ein wunderbarer Text,
Aber was ist das für eine Teufelin, die sowas schreibt? Die es wagt, morgen für morgen nein, so einen wahren Dreck... Nein, falsche Verben, ihre Verben sind falsch. Die es erträgt, nicht die es wagt. Ja, sie, die das ertragen kann. Kinder, Sie haben eben bei Herrn Burger gesagt, ja, das muss man ertragen. Und das hatte der aber Frau Burgers Bücher sind voll Humor, weil kein düsteres und humorvolles... Entschuldigung, Sie können einem Buch, das völlig humorlos schildern will, weil da kein Humor mehr Platz hat. Das kann ich nicht in Panik, ein Buch in Panik geschrieben. Ja. Sie können, also ich will Ihnen ein zynisches Beispiel geben. Aber Sie lesen ein Buch über die Massenvernichtung in der Nazizeit, sagen, aber der Humor fehlt. Es könnte doch ein bisschen Humor drin sein. Das kann man doch von dem Buch also, nicht verlangen. Es also, das Sexualleben mit Massenvernichtung also, während der Nazizeit zu vergleichen. Nein, ich vergleiche, Stimmung nein, das an ist einem Buch. Ist egal, aber lieber. Aber Sie lesen ein Buch und es heißt Lust und Sie haben vielleicht etwas andere Erwartungen. Nein, auch nicht das. Auch nicht das. Man hat Sie werfen eine Erwartung. Mir vor, dass Sie über die Sexualität nicht aufgeilend schreiben. Nein, das unterstellen Sie mir. Ich werfe ihr vor, sondern ich bemerke mit einiger Verwunderung, dass diese Frau ein Buch geschrieben hat, wo auf 300 Seiten die Sexualität unentwegt mit äußerster Kraft denunziert wird als das Widerlichste auf Erden. Als ein Herrschaftsinstrument. Widerlichste auf Erden. Herrgott, entschuldigen Sie. Es muss doch ein bisschen Spaß dabei sein. Nein, das ist nicht der Punkt. Nein, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, dass das ab und zu Spaß macht. Die Weltliteratur behauptet. Ich will Frau Löffler was anderes fragen. Das ist kommt fast aus derselben Richtung. Ich will nur fragen, ob da die Brillanz, mit der sie ist ja eine brillante Pointen, eine brillante Pointen. Sie hat Pointen, sie kann kahlauern. Sie kann... ganz sicher. Ob das nicht fast eine Denunziation dieser... Sie ist so überlegen über diese Traurigkeit, die sie schildert, dass man ihr sie fast nicht abnimmt. Oder ist das auch kein Einwand? So habe ich das nicht ein erlebt. Kompliziert, der Text ist unglaublich kompakt gebaut. Sie schreibt ja gleichzeitig auf drei Ebenen, mindestens. Ja. Also auf der einen Ebene geht es um die Sexualität und um die Fragmentierung der Frau in der Sexualität und um den pornografischen Blick des Mannes auf die Frau. Auf der nächsten Ebene oder fast gleichzeitig beschreibt sie doch auch die politische Situation in diesem Tal. Es ist bitte die österreichische Provinz, das darf man nicht vergessen. Die spielt ja immer mit. Ja. Es ist ein Wintersportort, in dem Geld gemacht wird durch Skifahren. Es ist gleichzeitig auch diese Fabrik da, der einzige Arbeitgeber, große Arbeitgeber, die Angst vor Arbeitslosigkeit. Alles das kann sie aber im gleichen Erzählzusammenhang sichtbar und spürbar machen. Ja. Dieser Text ist von einer unglaublichen Kunstfertigkeit. Lieber, wir reden aneinander vorbei. Die Kunstfertigkeit. Aber die Kunstfertigkeit, glaube ich. Kann man denn nicht einen Satz zu Ende sprechen? Ich wollte nur noch auf die Frage von Karasek. Nur den einen Satz noch. Die Kunstfertigkeit entwertet ihren Ernst und ihre Wut nicht. Nein, die haben vollkommen recht. Das Buch ist in hohem Maße mit großer Kunstfertigkeit geschrieben. Es ist absurd, die Kunstfertigkeit als ein Argument gegen die Autorin zu verwenden. Mir geht es um was ganz anderes, dass diese Kunstfertigkeit unentwegt im Dienste der Darstellung des Ekels, des Widerlichen, des Stinkenden ist. 300 Seiten muss ich das lesen. Ich finde, es ist ein weit überzogenes Buch im Vergleich zur Substanz, zu dieser feministischen, wie Sie sagten, Substanz, ist das Buch um die Hälfte zu lang. Allein es beweist, dass die Autorin vorzüglich schreiben Vielleicht kann. Sollte überhaupt eine Frage, Marcel, sollte im zweiten Teil eine Symphonie der erotischen Freuden auftritt. Ach, was ist das für eine irrsinnige Unterscheidung? Lieber, das ist doch wirklich blöd. Jetzt sind wir aber wirklich beim Punkt. Kunst muss also letztendlich irgendeine Art von Erbauung, das Freude sein. Nein, es darf nicht widerwärtig sein. Es darf nicht das Ekelhafte zeigen. Jetzt werde ich Ihnen sagen, an wen mich das Buch der Jelinek erinnert. Ja. Und zwar nicht an Thomas Bernhard und an gar keinen Österreicher. Hat mich an einen ganz anderen Autor erinnert. Und das ist keine Beleidigung, das ist ein weltberühmter Autor. In der
ewigen Wiederholung sexueller Prozesse hat es mich trotz aller Unterschiede an Henry Miller erinnert. Henry Miller schreibt, natürlich würde ich sagen, aus männlicher Sicht, das versteht sich von selbst, und beschreibt das Sexuelle, was immer dargestellt wird, mit großer Freude und mit Genuss. Sein Recht. Sie mit Ekel und Widerwillen. Ihr Recht. Ist ihr Recht, wieso? Absolut. Ja. Und mein wieso Recht eigentlich? Als Kritiker ist zu sagen, dass die Kunstfertigkeit hier mit manischer Kraft immer wieder auf das eine Motiv verwendet wird und dass man, wenn nicht nach 50, dann nach 100 Seiten... Kann man denn nicht der Autorin zugutehalten, dass ihr Thema die manische Besessenheit eines bestimmten männlichen Hirns, nämlich dieses Protagonisten, ja, von dem ist und das Erlebnis aus der weiblichen Perspektive davon, was er ja, als Lust... Das Buch heißt Lust, ja, und gemeint ist Herr männliche Karasek. Lust. Und das Buch könnte, ja, wäre es könnte Unlust oder, ja, Ekel heißen. Herr Karasek, oder? Selbstverständlich kann man der Autorin zugutehalten, dass sie dies zeigen wollte. Nur... Ja. So sehr interessiert es mich, ja, nicht. Sie identifizieren sich lieber mit Henry Miller, aber das ist eine andere, ja, andere das ist Debatte. Nicht, nein, das ist nicht der Gedanke. Ich muss doch mal sagen, Sie werten dieses Buch hoch, zu Recht, weil Sie immer den Blick haben, das ist der Text und das ist das, was ich über den Text denke. Sie als Leserin, die, ja, Sie eine bestimmte Perspektive akzeptieren und Sie jetzt in den Kontrast setzen zu dem, was Sie immer schon dazu gedacht haben. Das verstehe ich nicht. Ja, also, das ist ja Ihr Problem. Ich glaube, aber ich meine, ich habe einen Vorschlag. Nein, ich ja, bin aber der Meinung, es müsste der Text selber transportieren, was er an Utopie oder an anderer, an Alternative, ach, zu dem, was er schildert, aber darstellt. Herr Busche, das tut aber nicht. Doch keine Alternative. Herr Busche, das heißt doch, das heißt, Sie werfen Frau Löffler vor, dass sie einen Text versteht, verkürzt ausgedrückt. So. Nein, das haben Sie wiederum nicht verstanden. Sie haben es eben nicht verstanden, Sie verstehen es wieder nicht. Ja, ich will es auch nicht verstehen. Aber Sie monieren eine Utopie. Bleiben Sie doch dabei. Warum muss ein Text eine positive Utopie haben? Nein, muss er nicht. Aber das muss er nicht. Aber Freunde, okay, ihr unterstellt euch lass gegenseitig, ja, nee, immer etwas, was nicht gesagt wurde. Wir werden den Fall Elfriede Jelinek... Was Gott ihr nicht hier gegeben hat, können wir hier auch nicht wir geben. Wir werden den Fall hier und heute das Abend... Was meinen Sie damit? Freunde, genau so ist es. Bitte. Ja, der Streit ist ja, also ich finde... Und ist was ja, meinen Sie, dass der Jelinek fehlt? Ja, also bitte, die Herrschaften wollen hier nicht weiter unterhalten. Der Roman fehlt. Entschuldigung, würden Sie bitte Herr Masse-Reich-Ranitzky jetzt zuhören? Herr, ja, gerne. Ja, bitte. Gerne. Spricht doch auf jeden Fall für das Buch, dass es so starke Gefühle und Reaktionen bei allen, bei uns vier hervorgerufen hat. Bei mir ob Frau nicht. Jelinek das wollte oder nicht. Ich glaube, es ist ein wichtiges Buch. Na, bitte? Ich glaube, sie wollte, habe ich ja gesagt. Was sie beabsichtigt, ich habe ja gehört, dass sie ein Porno beabsichtigt hat. Das hier war für mich völlig neu. Ich habe gedacht, das ist ein ernstes Buch. Es ist ein ernstes Buch. Ein Porno ist auch ein ernstes Buch. Nein, ein Porno ist nicht ein ernstes Buch. Henry Miller ist ein ernstes Buch. Henry Miller ist kein Porno. Ja. So, Freunde, wir werden den Fall Jelinek heute Abend nicht mehr klären. Wir können ja den Fall offen lassen. Eine andere Frage, ganz kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit. In einer Umfrage von Allensbach vor ungefähr 5-6 Monaten wurde unter anderem gefragt, welche ausländischen Schriftsteller der deutsche Leser heute kennt. Namen nach dergleichen. Die weitaus meisten Punkte unter den ausländischen Schriftstellern bekam Hemingway. Er ist der populärste nicht-deutsche Schriftsteller in Deutschland heute noch. Es ist ja gerade jetzt wieder Hemingway im Gespräch. Das Fernsehen hat 4 Folgen einen Film gebracht, in 4 Folgen über sein Leben. Und es gibt bei Rowohlt eine 800 Seiten lange Biografie, die ich bestimmt nicht lesen werde. Ich habe sie gelesen. Das ist ja sehr gut, dass Sie sie gelesen haben. Ja, Frau Löffler hat sie auch gelesen. Herr Karasek, was steht in der Biografie? In der Biografie steht aufregend Neues. Und man muss es so sagen. Hemingway wird wie es ist ein psychologischer Detektivroman. Hemingways Werdegang, seine literarischen und privaten Leistungen. Und ja, das jetzt sage steht ich, in jeder Biografie. Moment, Sie haben mich den Satz nicht zu Ende führen lassen. Und Verfehlungen werden auf seine Kindheit, auf das Verhältnis zwischen Vater und Mutter, auf, ja, die Nötigung, dass er mit seiner Schwester als Zwilling, die älter war, aufwachsen musste, zurückgeführt. Dennoch ist das Buch manchmal albern amerikanisch. Ich will dafür ein Beispiel geben. In einer Erzählung heißt der Held Horace
Und da sagt der Autor A, das heißt Hurenarsch. Und das muss da gemeint sein, dass er da zum ersten Mal in, das ist amerikanische Psychologie, etwas übertrieben, aber im großen Ganzen erfährt der Autor in der Lynn-Biografie, die einen großen Respekt für die großen Erzählungen hat, einfach eine Interpretation, wo dieses ganze Macho-Gehabe von Hemingway auf seine Wurzeln zurückgeführt wird. Naja, ich finde das nicht so furchtbar interessant eigentlich, dass die Quellen aufgedeckt werden, derartige psychologische Wurzeln. Es hilft, Können wir doch vielleicht eine Frage stellen. Woher kommt es, dass Hemingway heute noch in Deutschland so außerordentlich populär ist? Das hat doch Gründe und das kann die Biografie nicht erklären. Ich glaube, die Gründe liegen darin, dass es so viele Sekundärquellen über Hemingway gibt, das heißt Filme. Die Filme sind Dauerbrenner. Wem die Stunde schlägt, ist einer der berühmtesten Hollywood-Filme, die es überhaupt gibt. Es sind die meisten Hemingway-Werke, die Killer und so weiter, sind verfilmt worden. Also ich glaube, es ist ein anderer Grund. Ja. Es ist der Grund, Hemingway ist der einzige zu Nobelpreiswürden gelangte Autor, der eine neue Sprache der Literatur, die vor Hemingway von Ring-Ladner, gleichzeitig mit Hemingway von Dashiell Hammett, also eine sehr rabiat realistische Sprache transportiert hat in die Literatur, die hat er zu Hochliteratur, also in Deutschland nimmt man ja immer noch ernst die ernste Literatur, gebracht. Und das macht den besonderen Eindruck Glauben aus. Glauben Sie wirklich, dass das der Grund ist, warum er, warum und er heute glaube ich gelesen wirklich. Wird und berühmt ist? Ja, glaube ich wirklich. Und das Zweite ist, dass ich der Meinung bin, dass diese Biografie deshalb so auf Leute, die zum Beispiel den Unterschied zwischen Psychologie und Psychoanalyse nicht kennen, so eindrucksvoll wirkt, weil die Psychoanalyse, die im Gegensatz zur Psychologie ja keine klinische Kunst ist, sondern eine kulturkritische, einen kulturkritischen Anspruch erhebt, dass in dieser Biografie sich geleistet wird, mit der Psychoanalyse umzugehen, wie mit einer Klempnertasche, wo man immer nur den richtigen Schraubenzieher rausholen braucht, um die richtige Antwort zu finden. Das ist alles ziemlich billig, aber man muss einfach sagen, im Zeitalter der Massenkommunikation ist diese billige Praxis würden Sie folgenden Vorschlag akzeptieren? Ich glaube, natürlich ist, was Karasek gesagt hat, richtig. Die Filme haben zu dem Erfolg beigetragen. Was ganz entscheidend hat Folgen, haben zwei Elemente, glaube ich, beigetragen. Ein Element. Hemingway hat eine neue Literatur geschaffen, eine neue Art. Nee, hat er nicht. Das ist insgesamt hat er die jedenfalls berühmt gemacht. Eine Literatur geschaffen, Romane, die für die Leser der Trivialliteratur akzeptabel waren. Und für die Leser mit hohen Ansprüchen, die konnten das lesen ohne ästhetische Gewissen. Meinen Sie, das ist etwas anderes, doch vielen entscheidender ist, die Leute kennen ihn deshalb, weil er ein Image hat. Und er hat ein Image als Frauenheld, als Hochseejäger, als Großwildjäger, als Hochseefischer, als Stierkampfaffizionado. Ja. Das sind die Dinge, deswegen er berühmt ist. Also nicht das Wort Image ist zu schwach. Wir wollen lieber das Wort Legende verwenden. Sie können es auch Mythos nennen. Entschuldigung, aber was für ein Mythos ist das? Wir müssen den Mythos uns genauer angucken. Das Scheitern. Nein. Das Stichwort war Existenzialismus, als er berühmt war. Der alte Mann und das Meer. Lange vor dem Existenzialismus ist er berühmt. Aber als Lost Generation. Das war was anderes. Aber der Mythos war der, dass jemand eine Leistung vollbringt, egal was sie bewirkt. Die Leistung an sich ist der Inhalt. Das war das Existenzialistische. Das Zeitgemäße. Aber das Heutige an Hemingway ist doch das, dass das ein romantischer Eskapismus ist. Das heißt, er ist das Bild des Jägers, des Fischers, des Stierkämpfers zu einer Zeit, wo solche Bilder vollkommen grotesk geworden sind. Als ob es noch auf den Kampf des Einzelnen mit der Natur ankäme, das ist das Entscheidende. Aber er ist ein Mythos, er ist sozusagen ein heroischer grüner Mythos. Der letzte und Fallensteller, der sagt, die Natur ist im Zweikampf zu besiegen.
was angesichts der technischen Abrichtung der Natur und der technischen Vernichtung der Natur einfach eine schöne Romantik ist. Der Krieg war bei ihm ein Zweikampf, die Jagd war bei ihm ein Zweikampf. Ja, absolut. Das ist kein Ernst Jünger aus dem Hemingway, aber das war bitte. Er nicht. Also wirklich. Nein, das ist nicht wahr, steht in diesem Kenneth Lynn-Buch, aber dass er sich so projiziert hat. Nein, ich sehe es glaube, ich er nicht so. Dass mit der Legende, die er geschaffen hat, und die hat er doch geschaffen, er ließ sich doch nicht zufällig immer wieder fotografieren im Ring oder auf der Jagd und dergleichen. Ja, ja. Er brauchte diese Legende. Hat er unzähligen Menschen auf diesem Erdball eine Identifikationsfigur geboten, weil die Helden der Romane und Erzählungen von Hemingway mit ihm selber, Ernest Hemingway, identifiziert wurden? Nein, es sind ja Helden, die verlieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, aber das natürlich, sind ja immer Helden, er verliert ja auch am Ende. Nein. Sie haben kein Buch zu Ende gelesen, muss ich daraus schließen. Der alte Mann und das Meer ist ein Sieg in der Niederlage. Ja, ja, na, das ist doch nicht. Also, ja, das ist was anderes. Was See am Kilimanjaro ist ein Sieg in der. Ja, ja. Das ist doch das Existenzialistische. Das Signum des 20. Jahrhunderts ist, dass die Verlierer immer die Interpretation gefunden haben, der Sieger ging leer aus, heißt es. Die Botschaft, glaube ich, heißt doch, ein Mann kann besiegt werden, aber nicht zerstört. Ja, aber der Witz an dem Satz ist, dass man es genauso gut umdrehen kann. Es ist genauso sinnlos, wenn man sagt, ein Mann kann zerstört werden, aber nicht besiegt. Aber so zufällig ist das alles nicht. Vergessen Sie nicht, dass Jordan, der Journalist, der Held des Romans, wen die Stunde schlägt, auf Seiten der Kommunisten kämpft, aber sich um die Ideen der Kommunisten, um deren Programm überhaupt nicht kümmern will. Er sagt, das ist ganz gleichgültig. Darauf kommt es ihm nicht an. Es geht um den Kampf selber. Und die Gründe, warum er gerade auf dieser und nicht auf jener Seite kämpft, sind nicht ganz eindeutig. Er hat mehr Sympathie. Es sind vielleicht die anständigeren Leute, scheinen sie ihm. Also hier sie wurde die besseren Songs, würde der Tom Lehrer sagen. Ja, also er hat hier der Hemingway eine unerhörte Legende geboten. Und der Erfolg ist eine Verbindung der Legende. Ich glaube nur, dass das Tragische, wenn es etwas Tragisches bei Hemingway gibt, darin besteht, dass er in seinen frühen Jahren beinahe bis zum Spanischen Bürgerkrieg aus seinen Erlebnissen seine Helden und deren Taten geformt hat. Nachher wurde er, wie Tausende auf dem ganzen Erdball, zu einem Hemingway-Epigonen. Und er hat dann versucht zu leben, wie seine Helden vorher. Sie sollten doch mal in die Biografie reingucken, weil da beginnt das. Aber haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja, das habe ich verstanden, aber das Tragische beginnt etwas früher. Das Tragische ist das italienische Fronterlebnis, wo er, um einem verwundeten Soldaten Schokolade zu bringen, von einem Splitter getroffen wird. Und wie sich das bereits in seinen Erzählungen, als er zurückkommt, immer größer aufbaut. Ja. Schließlich ist er ein todverwundeter Mann und er hat ja auch einen Orden dafür bekommen. Das heißt, das, was Sie beschrieben haben, beginnt schon in den 20er Jahren. Also das heißt, er wird gleich von der Legende. Noch eine Sache. Die Sache mit der Richtung. Das war schon eine Lüge. Ne? Ja, das spielt ja keine Rolle. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Nein, das glaube ich nicht. Wenn er seine erste Heldentat derartig vergrößert hat, dass er ihr nicht mehr nachleben konnte. Sodass eigentlich in der zweiten Hälfte seines Lebens ist er daran gescheitert, dass seine Legende viel zu groß war. Er wollte dann seiner Legende nachleben. Nein, das ist nicht falsch. Natürlich ist es nicht falsch, aber es ist auf. Eine Art und falsch. Sie ist ja nun wirklich. Sie sollen ihm ja kein Zeugnis schreiben. Natürlich ist es nicht falsch, aber man sollte nicht sich vorstellen, dass aus so einer Geschichte ein Schriftsteller mit Romanen entsteht. Aber Busche daraus doch nicht. Entschuldigen Sie. Also, ich würde sagen, dass es sich deswegen zum Beispiel umgebracht hat. Ein Schriftsteller nachträglich analysiert, woraus er entstanden ist. Aber analysiert. Nur darum geht es. Ja, analysiert. Was heißt denn analysiert? Also ich würde sagen. Ich würde was wollen Sie denn sagen? Analysiert. Dass man erklärt, wie er zu dem geworden ist. Und das können Sie. Das versucht das Buch. Ja, gut, und da haben Sie die Mittel nicht zu. Herr Busche, ich glaube, dass Ja, gut, und darum sage ich, lassen Sie es. Ich denke, dass der Hemingway sich unter anderem deshalb umgebracht hat, weil er seiner eigenen Legende nicht mehr nachleben konnte.
Herr Busche ist jetzt keinem Argument mehr zugänglich. Aber also für die Gründe waren in Hülle und Fülle da für den Selbstmord von Hemingway. Es war eine sehr schwere Erkrankung und auch das hat eine enorme Rolle gespielt. Ja, ich glaube nur, dass man hier nicht leichtsinnig operieren sollte mit dem Begriff Existenzialismus. Denn der Erfolg Hemingways in Deutschland in den späten 20er Jahren, als Fiesta, als der Geschichtenband Männer übersetzt wurde und hier erschien, damals war das die Epoche der neuen Sachlichkeit. Und da passte er fabelhaft mit diesem nüchternen Stil hinein. Marcel, ich rede vom alten Mann und das Meer. Der fiel genau in die Hochzeit des Existenzialismus. Es ist nur ein Moment. In die Hochzeit des Existenzialismus? Ja. Wann sehen Sie den denn an? Na, das war in den 50er Jahren offensichtlich. Das ist doch das war die Existenzialismus. Ich bin Ihren Argumenten nicht mehr zugänglich. Nein, Tarasek, nein. Weil Sie, wenn, was Sie für Argumente halten, ist im Grunde bla bla bla. Das war die Hochblüte von Sartre, von Saint-Exupéry und von Camus, das ist nicht die Hochzeit des Existenzialismus. Also, jetzt wollen wir nicht darüber streiten, ob Hemingway zur neuen Sachlichkeit... Es nützt nichts, Herr Busche, wenn Sie immer so machen, bringen Sie doch ein Argument, immer so abzuwinken. Ich würde gerne die Situation begrüßen, wo Sie ein Argument verstehen können. Aber ja, Freunde, wir werden gleich weiter streiten, aber diesmal müssen wir für heute mal Schluss machen. Und wie, es ist wie immer, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und insofern ist hier ein Angriff gegen das Zivilisationsgebot schlechthin ausgelöst. Und ich meine, eine Diskussion, die die Qualität des Buches von Salman Rushdie verquickt mit dem Mordbefehl des Ayatollah Khomeini, die leistet Vorschub dem Gedanken, es könne was dran sein an dem, was man vielleicht dem Buch vorwerfen kann und der Praxis eines solchen absurden Mordbefehls. Dieser Verquickung sollte niemand Vorschub leisten. Literaturkritik ist das eine, diese widerliche, abscheuliche Praxis von Mordbefehlen im eigenen Land, was in Iran schlimm genug ist, aber dann auch noch mit dem Anspruch, über die Grenzen des Landes hinauszuwirken. Das ist derartig ungeheuerlich, dass es nicht verharmlost werden darf dadurch, dass man sagt, es gehört zu den Themen, über die die Literaturkritik redet. Ist das Buch gut oder ist das Buch schlecht? Insofern meine ich, dass es ein Thema der nationalen Politik, insofern sie Rechtsstaatspolitik ist, und der internationalen Politik, insofern sie das Recht der Staaten kontrolliert, rechtliche Verhältnisse in ihren Grenzen zu schaffen. Aber ein Thema des literarischen Gesprächs kann es nicht sein. Vielleicht darf ich nur eine Ergänzung machen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht aber doch nur der Gedanke, dass auch, und da sind wir wieder bei einer literarischen Diskussion, dass auch niemand jemandem vorwerfen sollte, der sich entschließt, das Buch nicht zu drucken, er sei ein Feigling. Das halte ich für genauso töricht. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr im Augenblick hinzuzufügen. Wir wollen zu einem anderen Thema jetzt übergehen. Ein Schriftsteller von hohem Rang, Thomas Bernhard, ist gestorben. Ein umstrittener Schriftsteller war er immer. Er ist es auch heute, nach seinem Tod, weiß Gott auch. Ich glaube, wir werden heute nicht über Thomas Bernhard diskutieren, aber wir sollten wohl zusammenfassend etwas über ihn sagen. Bitte, Frau Löffler. Ja, ich ertappe mich seit vielen Tagen dabei, dass ich es einfach nicht glauben will, dass er tot ist. Ich habe eigentlich eine Lieblingsfantasie, seit ich diese Nachricht gehört habe, nämlich die, dass er noch lebt. Dass er in Spanien, in Torremolinos sitzt und seine eigenen Nachrufe liest.
Ich denke, das würde sehr gut zu ihm passen. Und tatsächlich war ja kaum jemand dabei. Er war angeblich begraben, bevor man überhaupt die Todesnachricht bekommen hat. Es hat einige... Ob da die Brillanz, mit der sie... Sie ist ja eine brillante Pointen. Ja. Eine brillante Pointen. Sie hat Pointen, sie kann kahlauern, sie kann... Ganz sicher. Ob das nicht fast eine Denunziation dieser... Sie ist so überlegen über diese Traurigkeit, die sie schildert, dass man ihr sie fast nicht abnimmt. Oder ist das auch kein Einwand? So habe ich das nicht erlebt. Ein bisschen kompliziert, der Text ist unglaublich kompakt gebaut. Sie schreibt ja gleichzeitig auf drei Ebenen, mindestens. Ja. Also auf der einen Ebene geht es um die Sexualität und um die Fragmentierung der Frau in der Sexualität und um den pornografischen Blick des Mannes auf die Frau. Auf der nächsten Ebene oder fast gleichzeitig beschreibt sie doch auch die politische Situation in diesem Tal. Es ist bitte die österreichische Provinz, das darf man nicht vergessen. Die spielt ja immer mit. Ja. Es ist ein Wintersportort, in dem Geld gemacht wird durch Skifahren. Es ist gleichzeitig auch diese Fabrik da, der einzige Arbeitgeber, große Arbeitgeber, die Angst vor Arbeitslosigkeit. Alles das kann sie aber im gleichen Erzählzusammenhang sichtbar und spürbar machen. Ja. Dieser Text ist von einer unglaublichen Kunstfertigkeit. Lieber, wir reden aneinander vorbei. Die Kunstfertigkeit. Aber die Kunstfertigkeit, glaube ich. Kann man denn nicht einen Satz zu Ende sprechen? Ich wollte nur noch auf die Frage von Karasek. Nur den einen Satz noch. Die Kunstfertigkeit entwertet ihren Ernst und ihre Wut nicht. Nein, die haben vollkommen recht. Das Buch ist in hohem Maße mit großer Kunstfertigkeit geschrieben. Es ist absurd, die Kunstfertigkeit als ein Argument gegen die Autorin zu verwenden. Mir geht es um was ganz anderes, dass diese Kunstfertigkeit unentwegt im Dienste der Darstellung des Ekels, des Widerlichen, des Stinkenden ist. 300 Seiten muss ich das lesen. Ich finde, es ist ein weit überzogenes Buch. Im Vergleich zur Substanz, zu dieser feministischen, wie Sie sagten, Substanz, ist das Buch um die Hälfte zu lang. Allein es beweist, dass die Autorin vorzüglich schreiben Vielleicht kann. Sind sollte überhaupt eine Frage, Marcel. Sollte im zweiten Teil eine Symphonie der erotischen Freuden auftreten? Ach, was ist das für eine irrsinnige Unterscheidung? Lieber, das ist doch wirklich blöd. Jetzt sind wir aber wirklich beim Punkt. Kunst muss also letztendlich irgendeine Art von Erbauung, das Freude sein? Nein, das meinte ich. Es darf nicht widerwärtig sein. Es darf nicht das Ekelhafte zeigen. Jetzt werde ich Ihnen sagen, an wen mich das Buch der Jelinek erinnert. Ja. Und zwar nicht an Thomas Bernhard und an gar keinen Österreicher. Hat mich an einen ganz anderen Autor erinnert. Und das ist keine Beleidigung, ein weltberühmter Autor. In der ewigen Wiederholung sexueller Prozesse hat es mich trotz aller Unterschiede, Schilten, die künstliche Mutter und jetzt dieser erste Band, einige Erzählungen, vor allem in den Band Diabelli. Ich finde, das sind Glanzstücke der Prosa und sie sind im Wesentlichen gar nicht epigonal. Das hat verschiedene Gründe, wir können aber jetzt nicht auf diese Details zu sprechen kommen. Ich sage nur, er hat ein so ernstes, so tief empfundenes, so leidendes Werk geschrieben, dass ich ihm diesen Ausrutscher mit dem KZ gegen Ende des Romans verzeihe. Ich sehe das angesichts des ganzen Werks. Und das ist ein Mann, der eine Depression schrecklichster Art nicht gemimt hat. Er hat darunter ungeheuerlich gelitten. Ich habe mit ihm in dieser Zeit gesprochen und korrespondiert. Ihr tut so, als sei das eine Kleinigkeit. Wir tun gar nichts. So. Wir können uns damit abfinden. Marcel Reichranitzky, wir finden uns damit ab, dass Sie eben erklärt haben, er findet Aufnahme in die Literaturgeschichte als bedeutender Autor und wir werden an dieser Kanonisierung jetzt nicht mehr rütteln. Er ist ein bedeutender Autor und damit ist der Fall doch abgeschlossen. Was anderes wollen Sie doch nicht mehr von uns hören. Also, wenn Sie das meinen, dann wollen wir uns über Elfriede Jelinek unterhalten. Denn dies ist ja eine Autorin, die etwas wohl gemein hat mit Thomas Bernhard und mit Hermann Burger. Da sind wohl Parallelen. Deren Roman Lust ist nicht erschienen, muss ich leider sagen. Wir haben gemeint, er werde jetzt erscheinen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Druckerstreik da eine Rolle gespielt, ist das Erscheinen des Buches verschoben. Es wird in den Buchhandlungen, gleich sei es gesagt, frühestens in 3 oder 4 Wochen erst erhältlich sein. Aber wir sollten sagen, es heißt Lust
und erscheint bei Rowohlt. Am 7. April. Ja, am 7. Ja. April, damit Gut. wir wissen, worum es geht. Ja, nun, wer ist wieder mit diesem Buch unzufrieden? Hier ist ja heute eine Negativstimmung in hohem Maße. Ja, Frau Löffler, Sie Frau sind Löffler als Frau und Österreicherin verpflichtet, uns zu sagen, was in dem Buch drin ist. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie sagen werden als Frau. Ja. Als Österreicherin ist vielleicht bedeutender. Ja, also die Jelinek in einem Atemzug mit Bernhard zu nennen, ist eine Beleidigung gegenüber der Jelinek. Denn im Gegensatz zu Bernhard, würde ich sagen, ist die Elfriede Jelinek wirklich radikal. Und sie schreibt nicht aus Koketterie, sondern sie schreibt wirklich aus Wut. Und ihr Buch? Bei dem war keine Wut, bei Bernhard. Die Wut ist, glaube ich, immer routinierter, immer glatter, immer kichernder geworden. Von einer echten Wut, würde ich sagen, ist der Bernhard, je länger er geschrieben hat, desto weiter entfernt. Aber die Hassliebe, der Hass. Wir wollen jetzt über die Jelinek. Aber die Elfriede Jelinek ist, glaube ich, wirklich eine, wahrscheinlich zurzeit die bedeutendste Autorin, der bedeutendste Schriftsteller Österreichs. Ich würde das mal einfach so behaupten. Ach, ja, darf ich an Herrn Busche eine Frage stellen? Ja, gerne. Ist ein Roman dann gelungen, wenn er brillant formuliert ab und zu ins schweizerische Idiom fällt, dass man sich düpiert? Das ist doch eine dumme Frage. Sprachliche Virtuosität ist nicht etwas, was mich a priori für ein Buch einnimmt. Ich würde doch meinen, es ist von einer enzyklopädischen Faktenhuberei beseelt. Ich will so genau über die Zigarre gar nicht Bescheid wissen. Das ist alles blauer Dunst, den er uns davor macht. Daran werde ich Sie erinnern, wenn wir über Frau Jelinek sprechen. Bei der 25. Zigarre will ich eigentlich die 26. nicht mehr kennenlernen. Und die Faktenhuberei im Gemisch mit dieser Bildungshuberei, mit dieser Dreifachkostümierung, sich verbergen hinter dem Stechlin und hinter dem Proust, diese altmodische Bildungskoketterie ist doch eigentlich dieser antiquierte Ton, der dann auch immer den geneigten Leser anspricht. Der hat ihm bei Ranzmeier gefallen. Aber der hat ihm bei Ranzmeier sehr gefallen. Niemals den geneigten Leser angesprochen. Hat doch der Zweite Weltkrieg gefallen, kann man da sagen. Diese Koketterie ist doch altmodisch. Er konnte mir nicht gefallen. Ja. Also ich kann hier eins nicht verstehen. Wenn Sie sagen, altmodisch, kokett, Proust und Fontane versteckt sich und so weiter, wieso ist er dann ein Epigone von Thomas Bernhard? Ja, er hat nämlich mit Thomas Bernhard sprachlich überhaupt nichts zu tun. Sie finden den Roman schlecht, mit viel Faktenhuberei. Nein. Augenblick mal. Das manische Schreiben, ja. das ist, glaube ich, beiden gemeinsam. Diese monomanische Suada und diese absolute narzisstische, solipsistische Selbstbesessenheit haben beide als Grundhaltung und Grundmotiv des Schreibens miteinander gemeint. Nur, wir haben es mit Kunstwerken zu tun. Die Basis ist das manische, solipsistische, wie Sie eben sagten, trifft auf beide zu. Nur artikuliert es sich auf ganz andere Weise bei Thomas Bernhard in einer besessenen Sprache, in unerhört verschachtelten Sätzen, mit ständigen, bewussten Wiederholen, eine insistierende Sprache mit Wiederholungen unentwegt. Bei Burger eine höchst durchdachte, gar nicht manische Sprache, wunderbar gebaute Sätze, Sie können sagen, zu schön gebaute, das ist eine andere Frage. Sätze von einem geschrieben, dem man es anmerkt, dass er Thomas Mann und Proust gelesen hat. Das sind zwei völlig verschiedene künstlerische Welten. Besessen und monoman sind beide, aber das genügt noch nicht, um aus dem einen den Epigon des anderen zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel beispielsweise im Dr. Faust. Ich denke, das würde sehr gut zu ihm passen. Und tatsächlich war ja kaum jemand dabei. Er war angeblich begraben, bevor man überhaupt die Todesnachricht bekommen hat. Es hat einige Merkwürdigkeiten rund um seinen Tod gegeben. Das Ganze war so eigentlich seine letzte große Inszenierung. Ich dachte immer, Heldenplatz war seine letzte Inszenierung, aber die hat er tatsächlich durch die Inszenierung seines Todes noch übertroffen. Das Merkwürdige, man kann ja den Thomas Bernhard von seiner Wirkung und von seiner Wirkungsgeschichte und von der Rezeptionsgeschichte nicht trennen. Das Werk und die Wirkung gehören einfach zueinander. Das Auffallende und Merkwürdige in Österreich war ja tatsächlich spätestens seit Heldenplatz sowas wie eine Art literarischer Staatsfeind.
Und in dem Moment, wo die Todesnachricht da war, ist er sofort zum Moralisten mutiert oder mutiert worden. Und das hat mich eigentlich ziemlich irritiert, muss ich sagen, dass man jemanden so lang wie einen Staatsfeind behandelt und im Moment, wo er tot ist, also niemanden mehr schaden kann und keinen Unfug mehr stiften kann, wird er zum Moralisten ernannt. Ich denke, er war kein Moralist und man sollte ihn auch nicht posthum dazu ernennen. Er war aber ein Schriftsteller, der sehr wohl die Leute polarisiert hat, die Leser und erst recht die Leute, die ihn nicht gelesen haben. Das waren ja doch die mehreren. Aber die, die ihn gelesen haben, hat er zu Recht polarisiert. Und deshalb wird er uns sehr abgehen, weil an wem soll man sich dann noch reiben? Tja. Ja, ich könnte sagen, dass alles, was Sie sagen, stimmt, bis auf die Tatsache, dass er erst nach seinem Tod zum Moralisten geworden ist. Ich denke, das ist er schon nach Heldenplatz spätestens geworden. Und ich würde sagen, er war der begnadetste Querulant, den die österreichische Literatur hervorgebracht hat. Und das meine ich sehr positiv, aber ein Querulant hat ein schweres Schicksal, wenn seine Widerreden, wenn seine Einsprüche, wenn seine Vorwürfe einmal akzeptiert werden, dann muss er sie weitertreiben, dann muss er übertreiben. Und Heldenplatz war für mich ein Fall, wo er eigentlich da gelandet ist, wo er sich selbst aufgehoben hat. Heldenplatz war der größte Skandal, den er in Österreich provoziert hat und gleichzeitig wohl sein schwächstes Stück. Und durch seinen Tod ist jetzt ist es zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und eigentlich denke ich, dass Thomas Bernhard auch eine Ausrede von Klaus Peymann war, Theater zu machen. Und diese Ausrede ist jetzt auch weg. Also er bleibt ein Stachel im Fleisch von Österreich und von Peymann. Ja, wieso von das Österreich? Das möchte ich jetzt mal wissen. Heldenplatz ist natürlich... Jetzt sagten Sie bitte hier, er sei ein Bernhard-Epigone. Ich kann mich damit nicht abfinden, denn in diesem Buch, das ist ja keine richtige Autobiografie. Vielleicht war der vierbändige, war die Tetralogie als Autobiografie geplant, aber der erste Band ist die Verbindung von zwei Faktoren und Elementen. Es ist eine Kulturgeschichte der Zigarre, des Tabaks, der Zigarre, eigentlich eine regelrechte Kulturgeschichte, ein Sachbuch von einem vorzüglichen Stilisten geschrieben. Dies ist verbunden mit den Erinnerungen Burgers, die dem Helden Brenner in den Mund gelegt werden, an seine Kindheit, aber nur an seine Kindheit. Diese Erinnerungen sind unter so starkem Proustschem Einfluss geschrieben, dass ich da in erster Linie A. Proust, ein bisschen Thomas Mann sehe und den Fontane, auf den er sich immer wieder beruft. Den zitiert er ja da. Ja, er zitiert, er möchte ja den Plauderton des Stechlin nachahmen. Das hat nur mit dem manischen, mit der manischen Sprache Bernhard nichts zu tun. Was mir missfällt an dieser Diskussion. Also genau, wir stehen hier, und sozusagen unter dem Schwert eines Selbstmords. Mhm. Und jede kritische Anmerkung gegen ein Werk muss zur Frivolität oder sonst was entfaden. Sie geben dem Werk auf einmal, natürlich kriegt ein was Werk heißt auf sozusagen. Ja, auf einmal durch den Tod einen Ernst, den wir nicht mehr widerlegen können. Eben haben Sie gesagt, dass ich den ganzen Schriftsteller Hermann Burger geschaffen hätte. Ja, und jetzt sagen Sie, dass ich ihm nach dem Tod erst Bedeutung beimesse. Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage, Sie fahren rein, wenn man jetzt was über das Buch sagt, sagt, Moment mal, das gefällt mir gar nicht. Man kann sagen, das Werk des Schriftstellers Burger war auch immer eine, ich sage das sehr bewusst, eine Koketterie mit dem Tode. Ja. Also der Tod darf überhaupt kein Tabu sein. Das darf kein Tabu sein. Und eine Koketterie wird nicht dadurch zu etwas anderem, dass der Schriftsteller eines Tages damit ernst gemacht hat. Das heißt, auch Thomas Bernhard hat sein ganzes Leben mit dem Tod kokettiert. Das zeichnet große Schriftsteller aus. Er hat mit dem Selbstmord gespielt. Er hat damit gearbeitet. Und man kann, ich hatte das schon eben gesagt, man kann nicht ausschließen, dass es Vermutungen gibt, dass es ein Selbstmord war. Nur das Urteil über das Werk von beiden
ändert sich dadurch nicht. Nein. Wir müssen frei sein können. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich habe im ZDF am Tag, an dem bekannt wurde, dass Thomas Bernhard gestorben ist, über ihn 2-3 Minuten gesprochen und etwas gesagt, was mir viele Menschen verübelt haben. Ich finde es empörend, dass sie es mir verübelt haben. Ich habe nämlich mich mit größtem Respekt und mit Bewunderung über sein Erzählen. Er hat an dieser Depression furchtbar gelitten. Ich habe Briefe von ihm, die vielleicht zu gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden, in denen er erschütternde Beschreibungen seiner Unfähigkeit irgendwas zu tun gibt. Wobei freilich die Briefe gut formuliert sind. Da einer beschreibt in grandiosem Deutsch seine Unfähigkeit zu arbeiten und auch zu schreiben. Jetzt sagten Sie bitte hier, er sei ein Bernhard Epigone. Ich kann mich damit nicht abfinden, denn in diesem Buch, das ist ja keine richtige Autobiografie. Vielleicht war der vierbändige, war die Tetralogie als Autobiografie geplant, aber der erste Band ist die Verbindung von 2 Faktoren und Elementen. Es ist eine Kulturgeschichte der Zigarre, des Tabaks, der Zigarre. Eigentlich eine regelrechte Kulturgeschichte, ein Sachbuch von einem vorzüglichen Stilisten geschrieben. Dies ist verbunden mit den Erinnerungen Burgers, die dem Helden Brenner in den Mund gelegt werden, an seine Kindheit, aber nur an seine Kindheit. Diese Erinnerungen sind unter so starkem prustschem Einfluss geschrieben, dass ich da in erster Linie A. Prust, ein bisschen Thomas Mann sehe und den Fontane, auf den er sich immer wieder beruft. Den zitiert er ja da. Ja, er zitiert, er möchte ja den Plauderton des Stechlin nachahmen. Das hat nur mit dem manischen, Sprache was Bernhard mir missfällt an dieser Diskussion. Also genau wir stehen hier und sozusagen unter dem Schwert eines Selbstmords und jede kritische Anmerkung gegen ein Werk muss zur Frivolität oder sonst was entfaden. Sie geben dem Werk auf einmal. Natürlich kriegt ein Werk sozusagen auf einmal durch den Tod einen Ernst, den wir nicht mehr widerlegen können. Eben haben Sie gesagt, dass ich den ganzen Schriftsteller Hermann Burger geschaffen hätte. Ja, und jetzt sagen Sie, dass ich ihm nach dem Tod erst Bedeutung Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage, Sie fahren rein, wenn man jetzt was über das Buch sagt, Moment mal, das gefällt mir gar nicht. Man kann sagen, das Werk des Schriftstellers Burger war auch immer eine, ich sage das sehr bewusst, eine Koketterie mit dem Tode. Ja, also der Tod darf überhaupt kein Tabu sein. Das darf kein Tabu sein. Und eine Koketterie wird nicht dadurch zu etwas anderem, dass der Schriftsteller eines Tages damit ernst gemacht hat. Das heißt, auch Thomas Bernhard hat sein ganzes Leben mit dem Tod kokettiert, das zeichnet große Schriftsteller aus. Er hat mit dem Selbstmord gespielt, er hat damit gearbeitet. Und man kann, ich hatte das schon eben gesagt, man kann nicht ausschließen, dass es Vermutungen gibt, dass es ein Selbstmord war. Nur das Urteil über das Werk weiter Hand. Dazu kommt schon, also lieber Kasek, seine Besessenheit mit der Kindheit ist doch etwas ganz Starkes. Natürlich, ja. Und da hat er wieder eine Ähnlichkeit mit Bernhard. Und da ist nun wirklich eine der unangenehmsten Stellen in dem Buch. Sie haben gar nicht so weit gelesen. Das ist eher zum Ende. Ja, das, der Vergleich mit dem KZ, wo er dann auch noch kokett die Kritik mit hineinnimmt und sagt, das wird man mir jetzt sicher vorwerfen, dass ich sage, meine paar Wochen in dem Kinderheim waren schlimmer als Auschwitz. Aber ich würde sagen, meine Kinderheimzeit war schlimmer als Auschwitz. Liebe, man darf gewisse Äußerungen von Künstlern nicht so ganz ernst nehmen. Als Pierre Boulez sagte... Nein, ich nehme Künstler ernst. Sie mal. Als Pierre Boulez sagte, man soll alle Opernhäuser der Welt in die Luft sprengen, hat er doch nicht ernsthaft daran gedacht, auch nur ein einziges Opernhaus in die Luft zu sprengen. Woher wissen Sie das so genau? Weiß ich ganz genau. Und damals hat ja Liebermann gut reagiert, hat gesagt, einverstanden, aber erst schreiben Sie mal eine Oper für mein Haus. Und hat recht gehabt. Also mit anderen Worten, das ist natürlich eine Übertreibung, eine maßlose Übertreibung von Burger. Nur, er beschreibt, was es für ein Kind im Alter von offenbar 10 Jahren oder 11, was dieses Internat bedeutet hat. Ich finde diese Beschreibung unerhört suggestiv. Und das ist ein Glanzstück deutscher Prosa. Ich finde diesen Roman, der natürlich sehr ausführlich ist, er ist Burger, und er kann gar nicht anders sein, außerordentlich redselig.
aber nicht geschwätzig. Das ist ein großer Unterschied, redselig und geschwätzig. Natürlich gebraucht er sehr viele Worte, aber eine Meisterschaft, eine Sicherheit in der Benennung von Stimmungen, vor allem die Sinnlichkeit dieser Prosa, Gerüche, Geschmack, Farben, alle Klänge, wie das wiedergegeben wird, ich weiß nicht, wer so in deutscher Sprache heute noch schreiben kann. Ich könnte noch zwei Namen nennen oder drei, aber nicht mehr. Da kann ich Ihnen ein paar Leute aus der Werbebranche empfehlen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, dass sie zweimal im Jahr neue Farbtöne erfinden. Daran habe ich mich nämlich immer erinnert gefühlt. Sahara-Gelb, Dünengelb, Schilfgrün. Mhm. Aus der Werbesprache, aus der Modesprache kennen wir das. Denn ich habe mir genau diese Farbtöne immer aufgeschrieben. Sagen Sie bitte, Frau Löffler, eine Frage nur. Diese Szenen und Beschreibungen aus der Kindheit Burgers haben Sie kalt gelassen, haben Sie nicht sehr interessiert? Haben mich nicht sonderlich interessiert, und zwar deshalb, weil sie von einer ganz unerträglichen Koketterie waren und weil ich diese Maßlosigkeit gleichzeitig so als so bewusst empfunden habe, dass ich die an der Ehrlichkeit dessen, was hier an Erlebnissen dahinter steht, zweifle. Und ich kann einen Schriftsteller nicht so aus der Pflicht entlassen, wie Sie das tun, dass Sie sagen, wenn er eine unangenehme Übertreibung drinnen hat, wie eben das Vergleich des Kinderheims mit Auschwitz, Künstler und sagen, das war schlimmer. Ja, Künstler übertreiben, die darf man nicht so wörtlich nehmen. Ich nehme nämlich die Künstler ernst. Ja. Ich fast versuche, das zynische Wort zu sagen, mit einer beneidenswerten Sexualität begabt und stürzt sich dauernd über seine Frau. Das heißt, das Buch handelt von einer fortgesetzten Vergewaltigung einer Frau, von den Versuchen von ihr, sich davon zu lösen in so einer Art romantischen Abenteuer. Das Buch handelt auch davon, wie dieser Ort in Abhängigkeit von ihm ist. Es herrscht Arbeitslosigkeit, er hat eine Papierfabrik, er kontrolliert die Leute da, er ist Herr dieser Leute. Und es handelt von ihrem Versuch, sich einen Liebhaber zu suchen. Und schließlich handelt es von einem Kindsmord, wenn ich richtig gelesen habe, nämlich vom Umbringen ihres Sohns. Und jetzt aber zurück zu meiner Frage. Was unterscheidet eine weibliche Sprache von einer männlichen Sprache? Das hat mich bei der Lektüre dieses Buchs dauernd beschäftigt. Und wenn man nicht auf solche Albereien kommt wie Mann und Frau, also dieses, weiß ich nicht, da könnte ich nur sagen, vielleicht ist Frauensprache sanfter und Männersprache also die grober. Jelinek, ich würde mal fragen. Ich verstehe das nicht. Frau Löffler, die Jelinek gebraucht in ihrem Buch alle Vulgärausdrücke, die in ähnlichen Büchern, die von Männern geschrieben sind, vielleicht auch vorkommen. Sie geniert sich überhaupt nicht. Ich sage das hier ohne Vorwurf, weder lobe ich noch tadle ich sie. Sondern ich sage, sie gebraucht alle Ausdrücke für den Geschlechtsverkehr, für Geschlechtsteile, die deutsche Vulgärsprache nur zur Verfügung unlusterweckende, hat. Das ist eine andere Sache. In welcher Farbe, das welchem ist der Licht? Punkt, Herr Karasek. Ja. Bitte erklären Sie uns, was ist nun die weibliche Sprache für pornografische oder obszöne ist? Also im Grunde handelt das Buch ja davon, dass, entschuldigen Sie, dass ich das darauf reduziere, dass männliche Körper in der Sexualität expandieren und in andere Körper eindringen, wohingegen weibliche Körper diejenigen sind, in die eingedrungen wird. Sie haben dafür die Einsicht ist nicht ganz neu. Nein, aber das ist, würde ich sagen, die Grunderfahrung, von der dieses Buch berichtet. Es ist kein Buch, das über besondere Perversionen oder Ausschweifungen berichtet. Nein, es beschreibt, Entschuldigung, ganz den normalen ehelichen Beischlaf. Entschuldigen Sie bitte, dann habe ich ein anderes Buch gelesen. Ja, haben Sie da Perverses gefunden? Also, darf ich das kann ich hier alles gar nicht schildern. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die Frau wird bepinkelt. Die Frau wird bekotet. Der Frau wird rektal eingedrungen. Um nur die winzigsten Beispiele, das halten Sie für einen ganz normalen Alltag? Also das Setup in diesem Roman ist... Im Badezimmer wird sie halb tot geschlagen dabei. Ihr wird das Gesicht in die Wanne genötigt. Das sind doch... Ich kann es nicht verstehen. Wenn Sie sagen, altmodisch, kokett, Proust und Fontane versteckt sich und so weiter... Wieso ist er dann ein Epigone von Thomas Bernhard? Er hat nämlich mit Thomas Bernhard sprachlich überhaupt nichts zu tun. Sie finden den Roman schlecht, mit viel Faktenhuberei. Nein.
Nein. Augenblick. Das manische Schreiben, ja. das ist, glaube ich, beiden gemeinsam. Diese monomanische Suada, ja, Augenblick, und Sie diese haben absolute recht. Narzisstische, ja. Solipsistische Selbstbesessenheit, ja. haben beide als ja. Grundhaltung ja. und Grundmotiv Nur, des Schreibens miteinander gemeint. Wir haben es mit gemein. Kunstwerken zu tun. Die Basis ist das manische, solipsistische, wie Sie eben sagten, trifft auf beide zu. Nur artikuliert es sich auf ganz andere Weise bei Thomas Bernhard in einer besessenen Sprache, in unerhört verschachtelten Sätzen, mit ständigen, bewussten Wiederholen, eine insistierende Sprache mit Wiederholungen unentwegt. Bei Burger eine höchst durchdachte, gar nicht manische Sprache, wunderbar gebaute Sätze, Sie können sagen, zu schön gebaute, das ist eine andere Frage, Sätze von einem geschrieben, dem man es anmerkt, dass er Thomas Mann und Proust gelesen hat, das sind zwei völlig verschiedene künstlerische Welten. Besessen und monoman sind beide, aber das genügt noch nicht, um aus dem einen den Epigon des anderen zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel beispielsweise im Dr. Faustus sagen, was interessiert mich die Beschreibung der vielen Musikinstrumente, die es gar nicht mehr gibt, in dem Laden des Vaters von Adrian Leverkühn. Sie werden sagen, in den Buddenbrooks, wozu die Typhuskrankheit mit so vielen Details beschrieben. Natürlich gibt es Leser, die sagen, das ist nicht meine Sache. Ich sage Ihnen offen, die Geschichte der Zigarre interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nichts wissen darüber. Und so wie Burger das erzählt hat, konnte ich mich davon nicht losreißen. Das ist so ungeheuerlich interessant, was er dem Thema abgewinnt. Aber das ist eine Frage... Ja, wollen wir uns jetzt mit diesen Behauptungen unterhalten? Dass wir können ja nicht... Doch, ich glaube, die Ähnlichkeit ist ja damit ja. Bernhard schon wieder gegeben, die suggestive Langeweile. Die suggestive... Ja, aber heißt das... Ich habe aufgegeben. Mir ist es ähnlich wie Frau Löffler gegangen. Ich dachte, wenn der aus dem Erkerfenster guckt und die Landschaft ist wie Proust und das Empfinden ist wie im Stechlin und der Weg ist wie bei Stechlin und die Stimmung ist wie bei Thomas Mann. Das hat Sie nicht fasziniert? Nein, ich denke alles. Ja, das hat Sie nicht fasziniert? Entschuldigen Sie, es klingt jetzt wieder etwas pietätlos. Ich dachte. Das ist alles so. Wird ein anderer sein. Wir müssen, glaube ich, wirklich heute über die Psychopathologie von Autoren reden. Ja. Das gilt sowohl für den Thomas Bernhard ja. als auch für seinen Epigonen, den Hermann Burger. Also ich sehe da auch zwischen diesem einen Tod und dem anderen Selbstmord ja auch irgendwo einen Zusammenhang. Wobei sogar gemutmaßt wird, dass Thomas Bernhard vielleicht auch ein... Es sind so merkwürdige Zeitzusammenhänge. Dass der Selbstmord eventuell verursacht war, der von Burger, dass durch den Tod von Bernhard, dass der Tod von Bernhard, den er außerordentlich geschätzt und bewundert hat, auf und ihn nachgeahmt hat. Auch nach etwas, ganz wenig nachgeahmt hat, das ist möglich, das können wir gar nicht entscheiden. Eins ist aber mal sicher, ganz sicher. Der Mann hat seit Jahren an furchtbaren Depressionen gelitten, wurde behandelt von den bedeutendsten Medizinern der Schweiz, und nicht nur der Schweiz. Das hat er ja auch in allen seinen Büchern geschrieben. Und selbstverständlich hat er es geschrieben. Hat an dieser so selbstverständlich Depression, ist das nicht, Herr Reich-Ranitzky. Er hat an dieser Depression furchtbar gelitten. Ich habe Briefe von ihm, die vielleicht zu gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden, in denen er erschütternde Beschreibungen seiner Unfähigkeit, irgendwas zu tun gibt. Wobei freilich die Briefe gut formuliert sind. Da einer beschreibt in grandiosem Deutsch seine Unfähigkeit zu arbeiten und auch zu schreiben. Jetzt sagten Sie bitte hier, er sei ein Bernhard-Epigone. Ich kann mich damit nicht abfinden, denn in diesem Buch, das ist ja keine richtige Autobiografie. Vielleicht war der vierbändige, war die Tetralogie als Autobiografie geplant, aber der erste Band ist die Verbindung von zwei Faktoren und Elementen. Es ist eine Kulturgeschichte der Zigarre, des Tabaks, der Zigarre,
eigentlich eine regelrechte Kulturgeschichte, ein Sachbuch von einem vorzüglichen Stilisten geschrieben. Dies ist verbunden mit den Erinnerungen Burges, die dem Helden Brenner in den Mund gelegt werden, an seine Kindheit, aber nur an seine Kindheit. Diese Erinnerungen sind unter so starkem Proustschem Einfluss geschrieben, dass ich da in erster Linie A. Proust, ein bisschen Thomas Mann sehe und den Fontane, auf den er sich immer wieder beruft. Dass den er zitiert den, er ja da. Ja, er zitiert, ja. Er möchte ja den Plauderton des Stechlin nachahmen. Das hat nur mit dem manischen, mit der manischen Sprache was Bernhard mir missfällt an dieser Diskussion. Also genau wir stehen hier und sozusagen unter dem Schwert eines Selbstmords und jede kritische Anmerkung gegen ein Werk muss zur Frivolität oder sonst was entfaden. Sie geben dem Werk auf einmal, natürlich kriegt ein das Werk heißt sozusagen... Einmal. Ja. Zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel im beispielsweise im Dr. Faustus sagen, was interessiert mich die Beschreibung der vielen Musikinstrumente, die es gar nicht mehr gibt, in dem Laden des Vaters von Adrian Leverkühn. Sie werden sagen, in den Buddenbrooks, wozu die Typhuskrankheit mit so vielen Details beschrieben. Natürlich gibt es Leser, die sagen, das ist nicht meine Sache. Ich sage Ihnen offen, die Geschichte der Zigarre interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nichts wissen darüber. Und so wie Burger das erzählt hat, konnte ich mich davon nicht losreißen. Das ist so ungeheuerlich interessant, was er dem Thema abgewinnt. Aber das ist eine Frage... Da wollen wir uns jetzt mit diesen Behauptungen unterhalten, dass wir können ja nicht... Doch, ich glaube, die Ähnlichkeit ist ja damit Bernhard schon wiedergegeben, die suggestive Langeweile. Die suggestive... Ja, aber heißt das... Ich habe aufgegeben. Mir ist es ähnlich wie Frau Löffler gegangen. Ich dachte, wenn der aus dem Erkerfenster guckt und die Landschaft ist wie Proust und das Empfinden ist wie, wie im Stechlin und der Weg ist wie bei Stechlin und die Stimmung ist wie bei Thomas Mann. Das hat Sie nicht fasziniert? Nein, ich denke alles... Ja, das hat Sie nicht fasziniert? Entschuldigen Sie, es klingt jetzt wieder etwas pietätlos. Ich dachte... Das ist alles so angeborgt. Der Unterschied zu Thomas Bernhard ist, bei Thomas Bernhards Prosa, durch die man sich auch manchmal angemistet findet, weiß man, der Autor kann in keinem Moment anders. Das ist ein Besessener, ein Gequälter, ein von Wahnvorstellungen geplagter, trotzdem ein Rhetoriker, der immerfort etwas zu entdecken. Und das gibt es bei Burger. Das gibt es bei Burger überhaupt Burger nicht. Burger ist ein ganz Burger bewusster ist, Künstler. Burger ist ein Thomas Mann aus zweiter Hand. Ja, sind Sie denn? Nein, aber dazu kommt schon, also, lieber Kasek, seine Besessenheit mit der Kindheit ist doch etwas ganz Starkes. Natürlich, ja. Und da hat er wieder eine Ähnlichkeit mit Bernhard. Und da ist nun wirklich eine der unangenehmsten Stellen in dem Buch. Sie haben gar nicht so weit gelesen. Das ist eher zum Ende. Ja, der Vergleich mit dem KZ, wo er dann auch noch kokett die Kritik mit hineinnimmt und sagt, das wird man mir jetzt sicher vorwerfen, dass ich sage, meine paar Wochen in dem Kinderheim waren schlimmer als Auschwitz, aber ich würde sagen, meine Kinderheimzeit war schlimmer als Auschwitz. Liebe, man darf gewisse Äußerungen von Künstlern nicht so ganz ernst nehmen. Als Pierre Boulez sagte... Nein, ich nehme Künstler warten ernst. Warten Sie mal. Als Pierre Boulez sagte, aber nicht als man soll alle Opernhäuser der Welt in die Luft sprengen, hat er doch nicht ernsthaft daran gedacht, auch nur ein einziges Opernhaus in die Luft zu sprengen. Woher wissen Sie das so genau? Weiß ich ganz genau. Und damals hat ja Liebermann gut reagiert, hat gesagt, einverstanden, aber er schreiben Sie... Ist ein Roman dann gelungen, wenn er brillant formuliert ab und zu ins schweizerische Idiom fällt, dass man sich düpiert. Das ist eine dumme Frage. Sprachliche Virtuosität ist nicht etwas, was mich a priori für ein Buch einnimmt. Ich würde doch meinen, es ist von einer enzyklopädischen Faktenhuberei beseelt. Ich will so genau über die Zigarre gar nicht Bescheid wissen. Das ist alles blauer Dunst, den er uns davor macht. Daran werde ich Sie erinnern, wenn wir über Frau Jelinek sprechen. Bei der 25
20. Zigarre will ich eigentlich die 26. nicht mehr kennenlernen. Und die Faktenhuberei im Gemisch mit dieser Bildungshuberei, mit dieser Dreifachkostümierung, sich verbergen hinter dem Stechlin und hinter dem Proust, diese altmodische Bildungskoketterie ist doch eigentlich dieser antiquierte Ton, der dann auch immer den geneigten Leser anspricht. Der hat ihm bei Ranzmeier gefallen. Aber der hat ihm bei Ranzmeier sehr gefallen. Der hat niemals den geneigten Leser angesprochen. Ihm hat auch der Zweite Weltkrieg gefallen, kann man da diese, sagen. Diese Koketterie ist doch altmodisch. Er konnte mir nicht gefallen. Ja. Also ich kann hier eins nicht verstehen. Wenn Sie sagen, altmodisch, kokett, Proust und Fontane versteckt sich und so weiter. Wieso ist er dann ein Epigone von Thomas Bernhard? Ja, er hat nämlich mit Thomas Bernhard sprachlich überhaupt nichts zu tun. Sie finden den Roman schlecht, mit viel Faktenhuberei. Nein. Augenblick mal. Das manische Schreiben, ja. das ist, glaube ich, beiden gemeinsam. Diese monomanische Suada und Sie diese absolute narzisstische, solipsistische Selbstbesessenheit haben beide als Grundhaltung und Grundmotiv Nur, des Schreibens miteinander gemeint. Wir haben es mit Kunstwerken zu tun. Die Basis ist das manische, solipsistische, wie Sie eben sagten, trifft auf beide zu. Nur artikuliert es sich auf ganz andere Weise bei Thomas Bernhard in einer besessenen Sprache, in unerhört verschachtelten Sätzen, mit ständigen, bewussten Wiederholen, eine insistierende Sprache mit Wiederholungen unentwegt. Bei Burger eine höchst durchdachte, gar nicht manische Sprache, wunderbar gebaute Sätze. Sie können sagen, zu schön gebaute, das ist eine andere Frage. Sätze von einem geschrieben, dem man es anmerkt, dass er Thomas Mann und Proust gelesen hat. Das sind zwei völlig verschiedene künstlerische Welten. Besessen und monoman sind beide, aber das genügt noch nicht, um aus dem einen den Epigon des anderen zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel beispielsweise im Dr. Faustus sagen, was interessiert mich die Beschreibung der vielen... Ich habe bisher, denken Sie beispielsweise an die Klavierspielerin, gefunden, dass die Jelinek ihre Figuren widersprüchlicher geschildert hat. In diesem Buch, in dem neuen Buch, ist alles entschieden. Ja. Im Klavierspieler war Mutter, Tochter, Schüler, die hatten alle ihre Irritationen und es war gleichzeitig ein Erziehungsproblem. Man hat die Mutter verstanden, man hat den geschundenen Liebhaber verstanden und so weiter. In diesem Buch findet von vornherein eine ganz kalte Verurteilung des Fabrikanten. Es ist eine Hinrichtung. Aber das ist der erste Einwand. Aber das hat Jelinek immer schon gemacht. Nee, denken Sie an Ihre früheren Bücher, denken Sie an die Liebhaberin, denken Sie an die Lockvogelbaby, waren sehr viele Möglichkeiten drin. Ja, das war eine reine Sprachspielerei. Aber dass sie Prototypen beschreibt und dass sie mit bösem Hass bloßstellt, das ist doch wohl klar. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist der, das Buch tritt so schrecklich auf der Stelle. Ja. Es kommt keine... Nach 20 endlich. Seiten weiß man, worum es geht. Endlich, darum geht es doch. Ja. Es ist mit großer Suggestivität geschrieben. Ja. Es ist ein Buch, und da ist die Parallele zu Thomas Bernhard ganz deutlich, wo immer wieder dasselbe gesagt wird. Es werden immer wieder Szenen geschildert, die Belege sein sollen für dieselben Sachverhalte oder dieselben Diagnosen der Autorin. Man ist 30 Seiten fasziniert, und dann kennt man den Trick, also zumindest den Eindruck hat man, und dann kommt nichts so weit bitte auf. Aber es ist interessant, dass Sie das der Jelinek vorwerfen, was Sie beim Thomas Bernhard gerühmt haben. Nein, ich werfe gar nicht vor, ich konnte nur gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Zunächst einmal. Das ist aber neu in dieser Sendung, dass Sie nicht sagen können, was Sie sagen. Ja, ist die Darstellung sexueller Prozesse in diesem Buch, ist schon alles in allem hervorragend. Das ist eine große literarische, sprachliche, schriftstellerische Leistung, was sie da zeigt. Das Entscheidende, worauf es ankommt bei Büchern über Sexualthemen, ich meine Belletristik natürlich, bietet sie natürlich gar nicht. Das Entscheidende, worauf es ankommt. Worauf kommt es denn an? Ich werde Ihnen genau sagen, worauf es ankommt bei der Darstellung des Koitus. Auf eine einzige Sache kommt es an. Nicht auf die Beschreibung der physiologischen Prozesse, das kann einer.
Das kann keiner, jeder kann das. Es ist nicht schwerer zu beschreiben, ob ein Penis in eine Vagina dringt oder ein Bleistift in eine Tasche gesteckt wird. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das kann jetzt jeder bin beschreiben. Ich aber neugierig. Es kommt darauf an, zu zeigen, was außerordentlich schwierig ist, was die Frau oder der Mann oder gar beide während dieser Sachen empfinden. Also das ist ungeheuer schwierig. Lieber Reich und Litzke, wenn Sie das nicht bemerkt haben aus diesem Text, dann frage ich mich, wie dick ist Ihre... Doch abgeschlossen. Was anderes wollen Sie doch nicht mehr von uns hören. Also, wenn Sie das meinen, dann wollen wir uns über Elfriede Jelinek unterhalten. Denn dies ist ja eine Autorin, die etwas wohl gemein hat mit Thomas Bernhardt und mit Hermann Burger. Da sind wohl Parallelen. Deren Roman Lust ist nicht erschienen, muss ich leider sagen. Wir haben gemeint, er werde jetzt erscheinen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Drucker, hat der Druckerstreik da eine Rolle gespielt, ist das Erscheinen des Buches verschoben. Es wird in den Buchhandlungen, gleich sei es gesagt, frühestens in 3 oder 4 Wochen erst erhältlich sein. Aber wir sollten sagen, es heißt Lust und erscheint bei Rowohlt. Am 7. April. Ja, am 7. Ja. April, damit Gut. wir wissen, worum es geht. Ja, nun... wer ist wieder mit diesem Buch unzufrieden? Hier ist ja heute eine Negativstimmung in hohem Maße. Ja, Frau Löffler, Sie Frau sind Löffler als Frau und Österreicherin verpflichtet, uns zu sagen, was in dem Buch drin ist. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie sagen werden als Frau. Ja. Als Österreicherin ist vielleicht bedeutender. Ja, also die Jelinek in einem Atemzug mit Bernhardt zu nennen, ist eine Beleidigung gegenüber der Jelinek. Denn im Gegensatz zu Bernhardt, würde ich sagen, ist die Elfriede Jelinek wirklich radikal. Und sie schreibt nicht aus Koketterie, sondern sie schreibt wirklich aus Wut. Und ihr Buch... Bei dem war keine Wut, bei Bernhardt. Die Wut ist, glaube ich, immer routinierter, immer glatter, immer kichernder geworden. Von einer echten Wut, würde ich sagen, ist der Bernhardt, je länger er geschrieben hat, desto weiter entfernt. Aber die Hassliebe, der Hass. Wir wollen jetzt über die Jelinek. Aber die Elfriede Jelinek ist, glaube ich, wirklich eine, wahrscheinlich zurzeit die bedeutendste Autorin, der bedeutendste Schriftsteller Österreichs. Ich würde das mal einfach so behaupten. Ihr Buch heißt Lust und von Lust kann in diesem Buch überhaupt nicht die Rede sein. Richtig. Unlust wäre wahrscheinlich der passendere Ausdruck. Ich habe dieses Buch als eine absolute Tortur empfunden. Es hat mich tagelang so beklommen gemacht, dass ich eigentlich sprachlos war und eigentlich gar nicht gewusst habe, wie man über dieses Buch reden kann. Es ist ein ganz schreckliches Buch, weil es ein vollkommen erbarmungsloses Buch ist, das keinerlei Ausflucht lässt. Die Jelinek hat vielleicht einen Fehler gemacht. Sie wurde vorher befragt, woran schreiben Sie denn gerade? Da gab es so eine Umfrage und da sagte sie, ich versuche einen weiblichen Porno. Ein weiblicher Porno ist das ganz bestimmt nicht geworden, weil sich ja eigentlich diese Sprache gegen die Autorin gewendet hat. Man kann als Frau in der Gesellschaft, so wie sie ist, einen Porno nicht schreiben, weil es die Sprache dafür nicht gibt. Die Sprache ist von Männern besetzt. Und diese Erfahrung hat Elfriede Jelinek auch gemacht. Und sie hat genau... Und jetzt aber zurück zu meiner Frage. Was unterscheidet eine weibliche Sprache von einer männlichen Sprache? Das hat mich bei der Lektüre dieses Buchs dauernd beschäftigt. Und wenn man nicht auf solche Albereien kommt wie Mann und Frau, also dieses, weiß ich nicht, da könnte ich nur sagen, vielleicht ist Frauensprache sanfter und Männersprache also die grober. Jelinek, ich würde mal fragen. Ich verstehe das nicht. Frau Löffler, die Jelinek gebraucht in ihrem Buch alle Vulgärausdrücke, die in ähnlichen Büchern, die von Männern geschrieben sind, vielleicht auch vorkommen. Sie geniert sich überhaupt nicht. Ich sage das hier ohne Vorwurf, weder lobe ich noch tadle ich sie. Sondern ich sage, sie gebraucht alle Ausdrücke für den Geschlechtsverkehr, für Geschlechtsteile, die die deutsche Vulgärsprache nur zur Verfügung hat. Nur Unlusterweckende, das ja, ist vielleicht. Ja, das ist eine andere Sache. In welcher Farbe, in welchem Licht. Das ist der Licht. Punkt, Herr Karasek. Ja. Bitte, bitte erklären Sie uns, was ist nun die weibliche Sprache für pornografische Also im Grunde handelt das Buch ja davon, dass, entschuldigen Sie, dass ich das darauf reduziere, dass männliche Körper in der Sexualität expandieren und in andere Körper eindringen, wohingegen weibliche Körper diejenigen sind, in die eingedrungen wird.
Sie haben dafür das. Die Einsicht ist nicht ganz neu. Nein, aber das ist, würde ich sagen, die Grunderfahrung, von der dieses Buch berichtet. Es ist kein Buch, das über besondere Perversionen oder Ausschweifungen berichtet. Doch. Nein, doch. Es beschreibt, Entschuldigung, ganz den normalen ehelichen Beischlaf. Entschuldigen Sie bitte, dann habe ich ein anderes Buch gelesen. Ja, ich auch. Was haben Sie da Perverses gefunden? Also, darf ich das kann ich hier alles gar nicht schildern. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die Frau wird bepinkelt. Die Frau wird bekotet. Der Frau wird rektal eingedrungen. Um nur die winzigsten Beispiele, das halten Sie für einen ganz normalen Alltag? Also das Setup in diesem Roman ist... Im Badezimmer wird sie halb tot geschlagen dabei. Ihr wird das Gesicht in die Wanne genötigt. Das sind doch keine normalen Vorgänge. Sie haben mich das... ich hab den, der Satz jetzt, hat bei Aber aufgehört. Ich wollte sagen, dass die Jelinek die normale eheliche Sexualität, wie sie sie im, sagen wir mal, patriarchalischen Zeitalter erlebt, bis zum äußersten Extrem getrieben hat. Und davon handelt dieser Roman. So ist es schon. Das ist eine Sprache, die eben nicht aufgeilt, sondern die das schiere Entsetzen hervorruft. Und genau das ist die Absicht dabei. Ja, aber dabei. Diese Sprache führt es eben nicht her. Und insofern ist der Einwand von Herrn Karasek berechtigt. Wird ja dadurch eigentlich der beklemmende Eindruck wird ja dadurch hergestellt, dass die Sprache Kunstwerken zu tun. Die Basis ist das manische, solipsistische, wie Sie eben sagten, trifft auf beide zu. Nur artikuliert es sich auf ganz andere Weise bei Thomas Bernhard in einer besessenen Sprache, in unerhört verschachtelten Sätzen mit ständigen, bewussten Wiederholen, eine insistierende Sprache mit Wiederholungen unentwegt. Bei Burger eine höchst durchdachte, gar nicht manische Sprache, wunderbar gebaute Sätze, Sie können sagen, zu schön gebaute, das ist eine andere Frage. Sätze von einem geschrieben, dem man es anmerkt, dass er Thomas Mann und Proust gelesen hat. Das sind zwei völlig verschiedene künstlerische Welten. Besessen und monoman sind beide, aber das genügt noch nicht, um aus dem einen den Epigon des anderen zu machen. Jetzt haben Sie etwas sehr Richtiges gesagt. Diese Faktenhuberei, wozu so viel? So können Sie die ersten Kapitel im beispielsweise im Dr. Faustus sagen, was interessiert mich die Beschreibung der vielen Musikinstrumente, die es gar nicht mehr gibt, in dem Laden des Vaters von Adrian Leverkühn. Sie werden sagen, in den Buddenbrooks, wozu die Typhuskrankheit mit so vielen Details beschrieben. Natürlich gibt es Leser, die sagen, das ist nicht meine Sache. Ich sage Ihnen offen, die Geschichte der Zigarre, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nichts wissen darüber. Und so wie Burger das erzählt hat, konnte ich mich davon nicht losreißen. Das ist so ungeheuerlich interessant, was er dem Thema abgewinnt. Aber das ist eine Frage... Ja, wollen wir uns jetzt mit diesen Behauptungen unterhalten? Dass wir können ja nicht... Doch, ich glaube, die Ähnlichkeit ist ja da mit Bernhard schon wieder gegeben, die suggestive Langeweile. Die suggestive... Ja, aber heißt das... Ich habe aufgegeben. Mir ist es ähnlich wie Frau Löffler gegangen. Ich dachte, wenn der aus dem Erkerfenster guckt und die Landschaft ist wie Proust und das Empfinden ist wie im Stechlin und der Weg ist wie bei Stechlin und die Stimmung ist wie bei Thomas Mann. Das hat Sie nicht fasziniert? Nein, ich denke alles. Das hat Sie nicht fasziniert? Entschuldigen Sie, es klingt jetzt wieder etwas pietätlos. Ich dachte. Das ist alles so angeborgt. Der Unterschied zu Thomas Bernhard ist, bei Thomas Bernhards Prosa, durch die man sich auch manchmal angemistet findet, weiß man, der Autor kann in keinem Moment anders. Das ist ein Besessener, ein Gequälter, ein von Wahnvorstellungen geplagter, trotzdem ein Rhetoriker, der immerfort etwas zu entdecken. Und das gibt es nicht bei Burger. Das gibt es bei Burger überhaupt nicht. Burger ist ein ganz bewusster Künstler. Burger ist ein Thomas Mann aus zweiter Hand. Aber dazu kommt schon, also lieber Karasek.